an eure Treffen an. Okay. Jetzt werden die beiden nochmal geschildert. So, jetzt hast du halt eine schlechte Auflösung, die vom Beamer. Mhm. Jetzt müssen wir mal hier mal eine Kost. Also ich brauche jetzt nicht Spaß. Jo, servus. Okay. Hey. Salve. Salve. Günther! Du hier. Günther. Der heißt Günther. Weißt du warum? Weil auf dem Landesparteitag sich selber zur zweiten Hälfte vom Landesparteitag ausgewechselt hat. Und dann heißt der Günther Netzer bloß andersrum. Ah. Deswegen heißt der Günther. Arnold, kennst du das Foto von ins Bett? Ich habe jetzt auch keinen Laptop da. Nimm mal den. Viel Spaß. Ja, gut. Ich bin nicht so schnell im Schreiben. Ja, gut, dann auf geht's. Kann ich jetzt ins Pad? Ja, die DJs gegen Kimmer. Ja, die Kunde. Was denn? Ja, ich weiß. Also du kannst im Prinzip auf dem Ding schon arbeiten, ja. Wunderbar. Dann werde ich das auch einfach mal so machen. DJs gegen GEMA. Und du musst dich. Oh, das geht über iPad nicht. Das ist. Macht iOS nicht mehr. Okay. Dann mache ich hier draufklicke. Na ja, machen wir die Vorstellung und dann haben wir hier auch gleich die anwesend ist. Ja, genau. Es geht auch so um Technik. Wenn ja, genau. Dann, also Inhalte. Wir führen eigentlich nur, eigentlich sind wir eine reine Tech-Talk. Technik steht. Heute schießt er auch. Hallo, servus. Servus. Andi. Servus. Ja. Ja. Das war nicht die volle Ordnung. Geht's ja schon. Okay, wie sieht es bei euch hinten aus, Lastring? Ja, also das Bild wird anscheinend jetzt, wenn du hinten ran. Also, wir können jetzt diesen Beamer als Kamera benutzen. Lock dich mal bitte unter deinem Account an. Ach so? Also. Ja, ich bin gerade mit meinem. Okay, machen wir. Wo lockst du mich hier aus? Das sind wir schon wieder weg. Ja, das geht schon wieder. Ich kann den Platz weg. Okay, nein, das klappt natürlich nicht. So. Ach, das ist hier ein Apple? Ja, ja. Das ist. Alles das funktioniert ja nicht. Das ist ein ja, jetzt habe ich mir das hier. Zugemacht. Genau. Das sieht so aus. Wie heißt denn bei euch der Browser? Firefox. Oder Chrome. Ja, mit dem Menü heißt der oben. Ja, ja, ist das schön. Ich kann nicht sehen, was du willst. Okay, während Arnold noch mit einem Laptop kämpft, würde ich sagen, fangen wir mal an. Kurze Vorstellungsrunde, wer wir sind. Zu meiner Person, mein Name ist Ronald Heinrich. Ich bin Pressesprecher im Bezirk Oberbayern für die Piratenpartei, von der Woche ernannt worden auch. Weiterhin bin ich Direktkandidat für München-West im Bundestag, für die Piratenpartei. Thorsten vielleicht mal kam im letzten Stammtisch zu uns, hat gefragt, ob wir nicht helfen könnten, da was auf die Beine zu stellen, eine Demo. Und seit dieser Woche hat sich ein bisschen was ergeben. Wir haben einen Demo-Termin, das wird der 6.4. sein, 2013. Wir haben daraufhin, in dieser Woche hat Thorsten ein bisschen Vernetzungsarbeit getan, versucht mal ein paar Clubs anzusprechen, DJs anzusprechen, sind ja auch ein paar da. Und wir haben parallel dazu eine Webseite aufgesetzt, djs-gegen-gema.de, die folgenden Zweck hat, und zwar um DJs und Piratenpartei zu vernetzen. Das vielleicht nur als Information. Es sind bisher, ich muss mal kurz gucken, können wir mal sehen. Admin.
Ja. Also wir haben bisher, wo sich was formiert, das ist München, Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Saarbrücken, Hamburg, Köln, Erzgebirge, Erfurt. Das sind das, was wir seit 3 Tagen an Initiatoren vor Ort haben. Teilweise nur DJs, teilweise nur Piraten. Ist noch nicht so, dass wir sagen können, das steht da, aber es sind zumindest schon mal die ersten Initiativen vor Ort da. Das ist der aktuelle Stand. Das wollen wir auch weiterführen. Es wird von der Piratenpartei, kann ich auch gleich sagen, sehr zeitnah auch eine Presseinformation über den Bundespresseverteiler kommen, wo diese Aktion auch angekündigt wird, wo der Demoaufruf nochmal offiziell bekannt gegeben wird. Und dann denke ich, können wir nächste Woche auf jeden Fall nochmal richtig Gas geben. Das erstmal als erste Info und dann gebe ich an Thorsten weiter. Ja, der Grund ist, warum ich das, warum wir uns heute hier treffen. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal was gelesen gehabt über dieses Problem mit der GEMA, was uns DJs auch treffen wird. Also nicht nur uns DJs, sondern auch dann eigentlich fast jeden meiner Meinung nach. Weil es wird die Agentur treffen, es wird die Booker treffen, es wird die Veranstalter treffen. Und zum letzten Mal auch dann die Gäste in den Clubs, die einfach mal mehr bezahlen dürfen halt. Und es gibt viele DJs, die halt auch meistens hier in München für relativ wenig Geld auflegen können oder wenig Geld bekommen. Und das, die Problematik ist für mich gewesen damals, dass halt, wie es auch jetzt immer noch steht, dass wir halt jetzt halt diese 13 Cent pro digitale Kopie bezahlen müssen, die anscheinend von Veranstalterseite her irgendwie, warum auch immer von der GEMA her nicht abgewendet worden ist, kann man jetzt nicht genau sagen, weiß man noch nicht genau. Auf jeden Fall war es mir ein Anliegen, um diese Gruppe zu können, weil Facebook, das war der erste Start sozusagen. Dann daraufhin bin ich freitags, wie gesagt, letzte Woche dann zu Piraten gekommen, zum Stammtisch und jetzt sitzen wir eigentlich heute hier und weiter zu besprechen. Wo soll es hingehen? Wie geht's weiter? Was können wir alles allein hier in München schon mal auf die Beine stellen? Und wie groß können wir auftreten, damit wir immer sagen, so nicht mit uns. Das ist also wieder der große Punkt, dass die halt so mit uns umgehen sollten. Weil immer noch DJ ist immer noch ein freischaffender Beruf, ein freischaffender Künstler eigentlich. Und das auch für mich eigentlich eine Beschreibung ist, dass das Freischaffenden, der freischaffende Kunst ist da für mich die Beschreibung drin in dieser neuen Verordnung. Ja, genau. Das ist so mein Anliegen gewesen und ich freue mich, dass ihr auch da seid. So. Und jetzt werden wir einfach mal gucken, wohin die Reise geht. Der Humann, der hilft mir auch noch sehr stark. André wird auch noch weiter, denke ich, noch ein bisschen was machen nachher dann. Stellt euch doch einfach und schnell sie einfach weiter. Genau. Also ich bin erstmal der Human, bis der Human. Ich bin selber auch DJ, unter anderem auch mal wieder Veranstalter und habe auch selber Demonstrationen letzten September gemacht gegen die GEMA, wo sie die Clubtarife erhöhen wollten. Da haben wir innerhalb von 24 Stunden Open Air auf dem Odeonsplatz gemacht, was ganz gut hingehauen hat, plus die Polizei hat uns ein bisschen schon Stress gemacht, dann im Endeffekt Genehmigung, da hat es eine Minute bekommen, da hat alles auch noch gut geklappt. Was mich ein bisschen nervt, ich bin ja selber DJ, ich bin DJ wie jeder andere auch, bloß wir legen ja teilweise für ein Gehalt auch zwischen 0 bis 150 Euro, das war bisher das Höchste, was ich hier bekommen habe an einem Gig. Und ich kann nicht erwarten, dass die Veranstalter mehr bzw. mehr zahlen, diese 13 Cent pro Track, die ich spiele. Das machen die einfach nicht. Die sagen mir, nö, du legst umsonst oder ich suche mir einen anderen, der umsonst auflegt. Das heißt, ich zahle dann jedes Mal für Musik und kriege keine Kohle dafür. Und ich denke, das stimmt nicht ganz. Warum sollten sie Leute belangen, die generell nicht so viel verdienen durch ihren Hobbyjob im Endeffekt dann auch? Und ich denke, das sollte sich ändern. Das gehört mit uns nicht. Und ich werde das auch sehr, sehr gut unterstützen, soweit ich kann. Und habe das vorher schon umgehen lassen. Gut. Ja, das ist meine Frage. Okay. Das also, ich bin der Tobi, der Flatliner. Ich bin hauptberuflich DJ, also nur DJ. Vom Beruf her stimmt schon, die Problematik in München ist sehr stark, dass die DJ, dass die Clubbesitzer nichts zahlen wollen, dass der DJ es büßt, der Türsteher kriegt es Doppelte. Ich bin auch aufgrund Thorsten seines Aufrufs hier, wollte mir das auch anschauen, Demo finde ich immer gut. Wie gesagt, die einzige Macht, die das Volk hat, ist laut zu werden. Friedlich ist wirklich so, wir sind die Speerspitze, so habe ich das gelernt, auch wenn es irgendwie in der Politik total falsch verstanden wird. Bin eigentlich auch da, weil ich denke, sobald mehr Leute von dem Engagement mitbekommen oder auch von der Aktion, dass sich da immer mehr dann, dass da mehr aufspringen. Durch diese falsche Online-Petition vor 2 Wochen ist natürlich auch total Furore. Also die zweite richtige Petition läuft ganz schwierig an, weil alle sagen, dass die geht ja eh nach 2 Tagen wieder den Bach runter. Und da merkt man halt auch, wie diese Diss-Werbung oder die Schlecht-Werbung auch wahnsinnig stark gefruchtet hat in der Hinsicht.
Und bei, man hat es bei den Veranstaltern gesehen, da hat es geklappt, dass die irgendwie 100.000 Unterschriften innerhalb von 8 Wochen zusammengebracht haben. Und für den DJ-Bereich ist es meines Erachtens auch möglich. Und deswegen auch dachte ich mir, wenn ich komme, sind schon 2 Inseln hinterher. Bitte. Genau, also hallo, ich bin der Andi Drescher, bin DJ, mache ein Projekt mit Thorsten, mache Veranstaltungen mittlerweile, mache auch Bildkunst, Lichtkunst, solche Geschichten. Wird auf kurz oder lange auch in die gleiche Richtung laufen, schätze ich mal. Dahingehend, mein Hauptanliegen ist im Besonderen auch die Einstellung hier zu sagen, die Backups im Besonderen, dass hier doppelt abgerechnet werden sollen, zumindest dann, wenn sie zum Zuge kommen, ist, glaube ich, einfach nicht zeitgemäß. Da haben wir ja wohl auch schon BGH-Urteile zugehört zu solchen Thematiken. Ich unterstütze es natürlich voll, wo ich kann. Bin mal gespannt, also was wir auf die Reihe kriegen. Tatsächlich, also wir haben keine Lobby, glaube ich, und es trifft in erster Linie eben auch den kleinen DJ, das ist hier schon gefallen. Ich meine, wie gesagt, hat man eine Gage von Hunderten oder Tausenden von Euro so, ist ja durchaus auch der Fall, ist das eine relative Geschichte mit dem Preis. Und gerade die, die im Aufbau sind, das sind im Besonderen die jungen DJs, wenn man es jetzt hauptberuflich schon macht, ist schon sehr respektabel, trotzdem ist es ein harter und steiniger Weg und das wird halt natürlich hier ganz, ganz heftig erschwert und das ist natürlich dann schon ein Riesenproblem, ja, weil wenn man schaut, also die haben irgendwo so angefangen, hatten eine ganz andere Zeit, ja, klar, Platten waren sauteuer, aber hier ist es halt heutzutage eben einfach so, dass mit Platten eben fast nirgends mehr möglich sein wird, jetzt da sieht man schon Bewegung und es geht einfach nicht, es ist unglaublich. Ich mache es auch nebenberuflich, muss ich dazu sagen, weil ich eben auch davon nicht leben kann. Hoffentlich wird es noch besser, aber das wird so nicht einfacher. Das kann es eigentlich nicht sein. Aber ganz klar. Ich bin der Benno, ich bin kein DJ. Ich bin Pirat. Macht es auch nebenberuflich, weil man davon nicht leben kann. Und es wird Zeit, dass ich jetzt seitens der Partei wieder was rührt. Wir sind im Moment mit lauter negativen Sachen immer nur in der Presse und wenn man aber dann mal mit den Leuten ins Gespräch kommt und dann sich wirklich um die Themen dreht, merkt man eigentlich, dass wir die einzige Perspektive sind, die wir eigentlich haben, zu den Etablierten, weil wir halt so von den Grundgedanken her richtig liegen. Unser Problem ist es bloß ein bisschen zu verkaufen. Ich sehe in der Aktion jetzt hier, sehe ich die Möglichkeit, einfach die Kompetenz, die bei uns und die Vernetzung, die schon da ist, ein bisschen mit auch wieder einer guten Sache hinzubringen und natürlich auch einen gewissen Imagegewinn. Weil es ist unser Kernthema, da ist eine Ungerechtigkeit da müssen wir uns platzieren und massiv gegen dieses veraltete Urheberrecht und diese Verwertungsgeschichte einfach positionieren, weil es nicht sein kann, dass wir, glaube ich, alle, die hier sitzen, das nicht sagen. Claudio Hohlmeier, ich bin zum einen Vorstand des gemeinnützigen Vereins Digital Analog. Wir sind Veranstalter seit jetzt mehr als einem Jahrzehnt. Zum einen sehen wir es wichtig, dass eine Vielfalt auch an jungen DJ erhalten bleibt. Zum anderen ist dieses Storage-Problem ja weitaus wichtiger zu nehmen als nur für DJs, denn früher oder später werden sie daraus eine allgemeine Regel ableiten. Das heißt, wenn ich zu Hause meine Daten sichere, wird es irgendwann auch jeden Otto Normalverbraucher treffen. Denn so wie das gefasst ist, ist das nicht klar, dass das nur auf eine Festplatte, die ein DJ benutzt, beschränkt ist. Denn ab dem Zeitpunkt, wo ich mir eine Sicherung anlege, müsste ich eigentlich schon die doppelte Menge an die GEMA abführen. Und ich befürchte, dass das also noch weitaus mehr Auswirkungen hat als jetzt nur die DJ. Darum sollte man es von Anfang an unterstützen. Zum anderen vertrete ich auch Künstler, auch DJs, in der Hauptsache zwar ausländische aus Amerika, aber ich denke, es ist einfach wichtig, da sich von vornherein zu positionieren. Dankeschön. Ich bin der Arnold. Ich mache jetzt hier erstmal die Technik, werde da aber sicherlich auch noch Leute brauchen, die mich unterstützen, weil ich schon die letzten 3 Tage gemerkt habe, da geht die Post ab. Ich bin da teilweise kaum hinterhergekommen und wenn du dann nachts um 3 einen Anruf plötzlich kriegst,
dann weißt du, dass du plötzlich irgendwo mittendrin steckst. Oder wie der Mike Sandmüller mich dann halt auch irgendwann angerufen, dich hat er ja dann, glaube ich, auch nochmal angerufen, plötzlich kriegst du Anrufe quer, kreuz und quer aus Deutschland. Was ich jetzt als meinen Part bei dieser ganzen Orga-Sache sehe, ist zunächst mal, ich habe kurzerhand die Domain reserviert, die läuft jetzt erstmal über meinen Namen. Das hat aber einfach nur, weil ich die Möglichkeiten dazu habe und bei NWX das halt schnell gemacht hat, das hat also als Impressum habe ich jetzt erstmal die Schopenhauerstraße hier eingetragen und habe da die Technik soweit aufgesetzt. Man sieht schon, ich bin kein Designer, ich bin mehr der Techniker. Das heißt, wenn da jemand da wirklich was Gutes hat, her damit. Der Thomas, das läuft auf der Bayern-Instanz, die Webseite, da können wir auch anderes machen. Das war jetzt halt einfach nur mal so schnell aufgesetzt, hingerotzt, technisch sauber, aber von Design, ich weiß, das ist noch nicht so toll. Aber ich habe dann ein bisschen Inhalt auch reingestellt. Wenn man jetzt auf Aufruf zu Demo geht, habe ich vom Bruno, da musst du auf Beiträge gehen, Aufruf zu Demo, Aufruf zu Demo wollte ich als Festseite vorne lassen und dann habe ich da eben Beiträge, wenn jemand was dazu argumentatorisch sagen soll, wenn jemand einen WordPress-Account haben soll, einfach bei mir melden, dann kann er da einen Artikel schreiben, damit wir auch Inhalte, weil das für die Suchmaschinen gut ist, dass wir über verschiedene Sachen gefunden werden, wenn wir da Inhalte auf der Webseite haben, damit die Leute uns finden können. Dann die Mitmachen-Seite. Dort sind zwei Formulare, entweder man ist DJ, trägt sich in das DJ-Formular ein oder man ist Pirat, also das erste Formular sind für die Piraten oder die, die Orga machen wollen, das zweite Formular ist für DJs, die trommeln wollen. Dann richte ich, sobald das bei mir oder sobald es aufgeschlagen ist, das geht an eine Sammeladresse, demo@djs-gegen-gema.de. Das ist nichts anderes als Alias, die dann an verschiedene Thorsten, du kriegst es ja auch, Ronald kriegt es, ich krieg's. Das soll aber auch nur ein beschränkter Bereich sein, also nur die Hauptorga-Leute das kriegen, weil da gehen halt personenbezogene Daten drüber und die sollten wir jetzt nicht weit teilen. Das wären auch wahrscheinlich manchen Leuten nicht recht. Und um auch das zu vermeiden, dass eure E-Mail-Adresse jetzt irgendwie verbrannt wird, genau, die wird kriegt ihr einfach von mir dann einen Vorname, Nachname @djs-gegen-gema.de, das wird dann einfach weitergeleitet an die Mailadresse, die ihr mir gebt. Und ich richte dann in der Regel auch einen Pet-Account ein, dass ihr eben dann selber in den Pets mitschreiben könnt, eigene Sachen dort, wenn man gemeinsam irgendwas erarbeiten will. Ja. Also Ziel. Außerdem ist der Arnold Mitglied im Bezirksvorstand. Okay. Zu seiner Vorstellung, weil er jetzt ja die Seite vorgestellt hat. Ja, okay. Das ist jetzt, was ich hier in dem Projekt mache, zu meiner Person. Ich bin Landtagskandidat in München-Mosach. Ich bin im Bezirksvorstand, wie Benno so schön gesagt hat. Bin derzeit auch noch so in einigen anderen Projekten involviert, sodass es durchaus auch mal sein kann, dass es nicht sofort stand, jede die E-Mail-Adresse eingerichtet wird, sondern es kann auch mal ein paar Stunden dauern. Es ist halt alles, Zeitmanagement ist da halt dann immer so eine Geschichte. Weiterhin bin ich mit dem Walli in Kontakt. Ich dachte, er kommt heute auch. 17 Uhr. Und du sitzt neben Wolfgang. Und ich sitze neben Wolfgang. Ja. Da, weil wir gerade bei dieser Seite sind, darf ich da einwerfen, dass, wenn ich es verbreite, die Leute womöglich abgeschreckt sind beim Antragsformular, sie müssen DJ sein oder Pirat sein. Kann das das Anliegen sein, dass man so filtert? Das würde ich noch Anschluss dazu machen noch und Betreiber oder ja, Unterstützer. Im Augenblick spreade ich das nur jetzt erstmal auf unseren internen Mail. Anmerkung müssen wir sofort ändern. Ist auch geplant. Brauchst du nicht ändern, ist schon von uns geplant. Wollen wir auch ändern? Ist jetzt nur der erste Schritt, weil ich habe Folgendes zur Hintergrundinformation, damit wir das auch dann ablesen können. Das endgültige Design wird erst dieses Wochenende gemacht mit Logo und allem drum und dran. Und dann ändern wir die Seite nochmal um. Das heißt, ab nächste Woche haben wir dann wirklich die Seite auch am Laufen, so wie sie sein soll. Das ist jetzt nur die Rudimentärseite von unserer Seite, um eben möglichst schnell eine Vernetzung hinzubekommen. Es sind schon Anfragen da von Nicht-Piraten, die auch eingetragen sind, schon ins Pad.
Also das geht auch, ja? Das ist kein Problem. Das ist wirklich für alle offen, die sich den Hut aufsetzen wollen und organisieren wollen. Wir ausgehen doch, bis es steht, ne? Ja, ja, aber da warten wir wirklich, bis es offiziell steht, bis wir auch dann Design und alles ein bisschen besser haben, dass das ein bisschen ansprechender ist, dass es nicht so abschreckend ist. Die Texte auch müssen noch lektoriert werden und alles. Wir müssen noch ein paar Feinheiten und alles machen. Das gehen wir alles am Wochenende nochmal durch. Das ist nur der erste Schritt gewesen, was wir innerhalb von ein paar Tagen jetzt aufgezogen haben. Ja. Also das ist jetzt alles ein Schnellschuss, das ist schon klar. Wobei hier das Mitmachen sich tatsächlich auf die Orga-Seite bezieht und nicht auf, ich will bei der Demo mitmachen. Vielleicht muss ich dann ein anderes Wort da oben hinschreiben müssen. Das mag schon sein. Die Sammel, also das sind dann 750 Leute, die Sammelseite ist im Prinzip die Facebook-Seite, die auch da unten verlinkt ist. Ja. Da sind die Leute dabei, die... Ja, aber auch Facebook, ganz ernsthaft, ist sehr speziell. Ich würde es... Wir müssen nehmen, was erstmal da ist. Alle Plattformen. Erstmal alle Plattformen. Wir sind auf Twitter dabei, wir sind auf Facebook dabei. Das ist das Erste, was wir zur Verfügung haben. Wir können uns gerne weiter Gedanken machen, gerne auch Anregungen. Das ist jetzt, glaube ich, thematisch. Sollen wir jetzt die Vorstellung erstmal machen? Wir machen erstmal hier die Vorstellung durch. Okay. Von meiner Seite war es das erstmal. Dann weiter zu mir. Ich bin Wolfgang Britzel. Ich bin auf der Bundestagsliste Nummer 17. Ich werde dadurch also nicht ins Parlament kommen, außer dagegen 17%. Aber ich bin Mitglied eines Thinktanks, der sich damit beschäftigt, die bundesweite Wahlkampfkampagne zu organisieren. Beziehungsweise da zu schauen, was man für Aktionen und Dinge machen kann. Und da vielen Dank an euch, dass ihr auf uns zugekommen seid, weil die Idee mit dieser DJs gegen GEMA-Sache ist echt phänomenal. Das ist super. Ja? Also da gebt ihr von mir alle Unterstützung, die ihr wollt. Ich werde jeden Kontakt, den ich habe, offenlegen. Wir können gleich loslegen. Ja? Also ich bin voll heiß drauf. Super, packen wir es an. Das war's von mir. Okay. Dann gehen wir das nochmal kurz durch. Fangen wir nochmal an. Einwand. Im Augenblick ist das Ganze tatsächlich noch ein bisschen sehr auf Piraten zugeschnitten. Das wird noch geöffnet. Wir sind jetzt schon zum Beispiel in Berlin, ist es so, dass Fairplay sich schon einer gemeldet hat. Also die auch schon die Demos gemacht haben mit Motte. Den haben wir schon jetzt bei uns drin. Das ist jetzt kein Pirat zum Beispiel. Das werden wir auch noch offen machen. Das werden wir alles noch revidieren, dass das wirklich nach einem Aktionsbündnis aussieht, wo man jeder mitmachen kann. Also von unserer Seite überhaupt kein Problem. Ich habe auch ganz klar gesagt in der Anmeldung, die DJs sind die Initiatoren und so wird die ganze Aktion auch letztendlich promoted. Wer als Organisator dahinter steht, sei mal dahingestellt. Im Augenblick stellen wir uns dahinter und wir versuchen halt Leute von der Piratenpartei zu trommeln vor Ort, dass da möglichst schnell was ist, weil das einzige Entscheidende, warum wir das jetzt so gemacht haben, ist, es gab am Dienstag war es, einen Artikel im Stern, wo eben genau dieses Thema DJs organisieren sich im Netz und wollen gegen die GEMA mobil machen. Da mussten wir schnell sein, auf diesen Zug habe ich gesagt, okay, da springen wir auf, Seite her, auf. Ja? Und hat sich auch letztendlich gelohnt, weil wir vor ein paar Tagen auf einmal dann auch sich Gruppen formiert haben. Wird gemacht, Kritik ist auf jeden Fall berechtigt. Werden wir alles machen, wenn wir das Design revidieren, dann gehen wir auch nochmal durch die ganzen Texte durch. Diese Seite bisher nur, und dafür soll sie auch weiterhin gehen, ist zur reinen Vernetzung da. Das heißt, das ist erstmal eine händische Vernetzung, die wir machen, aber sie ist notwendig, weil wir hier, denke ich, auch mal Klientels zueinander führen müssen, die sonst wenig miteinander Berührungspunkte haben. Und das ist einfach das, was diese Seite leisten soll. Wir haben ganz genau gesagt, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, tragt euch erst ein, dann kriegt ihr Zugriff, dann organisiert erstmal ein Treffen. Warum wir Piraten auf jeden Fall hinzugenommen haben, nur zur Erklärung, es geht darum, dass der Demo-Termin auch angemeldet wird. Als politische Partei hat man da, ich sag mal, ein paar Vorteile, auch wenn es um Plakatierungen oder sowas geht, weil dann als politische Veranstaltung das Ganze anerkannt wird, da muss man schnell sein und da wäre es auch sinnvoll, wenn man dann, ich sag mal, aus der Partei dann die Leute haben, die das dann eben auch mit den jeweiligen Kreisverwaltungsreferaten dann eben klären und alles, wenn da schon die Erfahrung da ist. Nicht, dass sowas wie zum Beispiel bei dir, jetzt mal am Amadeusplatz, dass dann Stress mit der Polizei und so losgeht. Da sind wir dran, weil wir da einfach Erfahrung haben. Wir wissen schon, okay, wie wir die Vorgespräche führen müssen, was wir da alles beachten müssen und können dann schon sehr, sehr viel rausfangen. Das nur als Hintergrund. Es ist so, dass unser nächster Schritt, das wird der nächste Punkt sein, was haben wir uns gedacht, wie soll das in München erstmal ablaufen? Das ist ja ein Orga-Treffen München. Was dann bundesweit passiert, das ist dann letztendlich vor Ort denen ihre Sache. Wir wollen hier nur, ich sage es mal, insofern einwirken, dass wir sagen, das Ganze auf einen Termin rauslassen. Was die konkret vor Ort machen, ob ein Move oder nur eine Bühne oder so, das ist denen belassen.
und hängt auch damit zusammen, welche Möglichkeiten hat man vor Ort. Gut, zweiter Punkt. Was haben wir bisher geplant? Unsere ursprüngliche Überlegung war, dass wir sozusagen einen Move machen, einen Union-Move in diese Richtung. Also das heißt, wir haben Wegen, DJs hinten drauf, wir fahren durch München durch, wir fangen wo an und hören wo auf. Unsere erste Überlegung war, dass wir sozusagen fast den ganzen Altstadtring hernehmen. Das heißt, wir fangen am Stachus an, über den Gärtnerplatz und dann Marienplatz irgendwie zurück oder Odeonsplatz zurück. Das war die erste Überlegung, dann wieder zum Stachus, dass wir um 20 Uhr zu Ende sind, dass dann praktisch die ganzen Leute, die uns begleitet haben, in die Feierbanane, dann in die Sonnenstraße gehen können und dann sozusagen das Nachtleben, weil es wird ja ein Samstag sein, genießen können. Das war die erste Überlegung. Aber schwierig zum Durchklicken von der Genehmigung. Von der Genehmigung? Da ist doch die Odeonsplatzstrecke einfach hier, die Move-Strecke. Komme ich gleich dazu. Da gab es schon Einsprüche jetzt vom KV, ja? Vom KV, ja? Ihr seid nebenan. Ihr seid nebenan. Ist es nebenan? Ja. Okay, alles klar. Walli ist der Bezirksvorsitzende von Oberbayern, hat schon mit dem KVR gesprochen, das ist der, der die Demo auch anmelden wird. Das ist derjenige auch, der die Akta-Demo vom Jahr war, ne? Ja, im Jahr. Vom Jahr, der schon eine 16.000-Mann-Demo organisiert hat, der weiß, worum es geht. Er hat jetzt Folgendes dem KVR erstmal gemeldet: Wir fangen am Marienplatz erstmal an, gehen zum Gärtnerplatz hinter und dann zum Stachus. Je nachdem, wie viele Leute wir sind, weil er hat gesagt, wenn wir die Tour zu lang machen, springen uns die Leute ab. Wir versuchen so eine 2-Stunden-Tour hinzubekommen, das heißt, wir werden auch eher am Nachmittag starten, wann genau, so 16 Uhr schätze ich mal, um den Dreh herum, um dann 18 Uhr am Stachus fertig zu sein, Abschlusskundgeber noch 1-2 Stunden und dann sind wir durch. Was uns natürlich auch den Samstag sehr, sehr, ich sag mal, noch entspannter macht, dass wir nicht um 6 Uhr morgens da irgendwo stehen müssen, sondern wir können so gegen Mittag anfangen, das Ganze so ins Rollen zu bringen. Eine kurze Frage noch dazu. Wenn wir diese Tour machen, warum fahren wir nicht auf die Theresienwiese auf, im Endeffekt nach den 2 Stunden mit Leib zu machen? Weil das ist eher ein größeres Feld, was übersichtlicher ist und weniger Verkehr in der Gegend. Nur schon im Hintergrund, wir haben halt das Problem, normalerweise bei einer Veranstaltung musst du 6 bis 8 machen, vorher anmelden. Ja. Wenn wir das jetzt am 6.4. machen, können wir das eben nicht mehr so machen. Mhm. Die Veranstaltung, das kriegen wir nicht mehr durch. Wir können eine Demo machen, das ist kein Problem. Ja. Deswegen müssen wir einen Demo-Charakter beibehalten. Deswegen habe ich da jetzt auch gerade ins Pad reingeschrieben, politische Reden müssen wir machen. Okay. Weil wenn wir den Demo-Charakter nicht hinkriegen, dann kriegen wir Ärger. Okay. Ja. Und Veranstaltung ist halt einfach zu knapp, wenn dann irgendjemand da Veranstaltungen drumherum macht. Ja, das ja. Wenn aber einen findet, der sagt, okay, sehe ich ein, DJs, ja, und hier, bei mir geht's rein. Mhm. Kann man seine Getränke umsetzen, schieben, super. Ja. Aber das wäre natürlich interessant, dass man, wenn man jemanden gewinnen kann, so ein Ausgewinnen muss dann. Ja. Genau, wenn man einfach dann sagt, da wird weiter demonstriert, wenn man so will. Ja. Genau. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Das Entscheidende nur, wir müssen auch Demo. Das Entscheidende ist nur, wir müssen die Demo eben trennen natürlich. Von sowas. Ja, das heißt, was danach passiert ist und wie geflyert wird und was geflyert wird, das ist jetzt erstmal nicht unser Spiel. Es gibt nämlich noch was, es gäbe zwar eine Möglichkeit, wie wir noch eine Veranstaltung durchbringen könnten. Die Sache ist, da brauchst du aber die Unterstützung von einem Stadtratsmitglied. Und ob wir das jetzt so schnell hinbekommen, ist die Frage. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch keine feste Bühne haben. So jetzt der erste Plan. Wir werden uns darauf konzentrieren, Wegen zu organisieren. Unsere Planung ist, wir werden von der Piratenpartei einen Wagen von uns versuchen aufzustellen. Beziehungsweise der ist eigentlich schon so gut wie fix. Ja, das kann ich machen. Also einer ist da, mit dem fangen wir an. Wir denken, dass wir erstmal die Planung zwischen 1 und 5 Wegen machen, als erste Planung. So mit dem Level 7,5 Tonner Planwagen, Hebebühne, Equipment drauf. Wie wir das Ganze organisieren, können wir dann noch besprechen. Auch konkret, wenn jetzt auch schon Interessenten da sind, die sagen wollen, ey, ich will einen Wagen haben, können wir dann auch noch durchsprechen. Aber nur, dass wir erstmal wissen, um welchen... Ja, wir müssen für die Anmeldung, da wird Walli wahrscheinlich nachher noch was sagen, ja. Wir müssen für die Anmeldung auch wissen, wie viele Wegen es sind. Klar. Wir können immer noch nachmelden. Wir können nachmelden, trotzdem sollten wir so früh, es ist auch so, wenn da noch ein Lastwagen gemietet wird, da haben wir auch schon Erfahrung, wird die Zeit eben jetzt auch schon knapp. Wir werden, weil Samstag, das Wochenende ist ein Umzugstag in der Regel, da sind die meisten Lastwegen weg. Wenn da Lastwegen gemietet werden müssen und so weiter, muss man eigentlich jetzt schon
Holen. Das heißt, jemand, der keine eigenen Lastwagen hat. Lass doch mal hören, was wir für Kapazitäten da haben. Das müssen wir erstmal schauen. Lass oder was ihr im Background habt, was ihr euch vorgestellt habt, so ein bisschen Richtung Brainstorm, damit wir, bevor wir jetzt schon eine Routen irgendwo die Routen her, also so. Das können wir alles noch verhandeln. Route, aber Route ist verhandelbar und auch, ich sag mal, was wir jetzt noch anmelden, ist auch noch alles verhandelbar. Es geht mir nur eins und ich würde gerne mal hören, was ihr euch so in die Richtung vorgestellt habt, hättet oder. Wichtig wären dann Sponsoren. Meistens haben die Clubs aber auf Großveranstaltungen wie in Union Move damals hier in München oder auch politischen Veranstaltungen haben die ja meistens LKWs, da gibt es ja tatsächlich noch welche. Oder auch das Budget für sowas, weil sowas ist eine Promotion-Aktion. Wichtig wäre halt, dass man die Clubs und also die großen Münchner, die einschlägigen, also die richtig großen, so Hilder oder so, also die ganz großen, die Macher halt in München, die auf seine Seite bekommt, weil die wiederum auch zu den Stadträten relativ einen guten Draht haben. Ja. Weil die Geschäftsführer von den ganzen Clubs in München, die haben natürlich auch die Connections nach oben, weil die kriegen ja hier wirklich von Genehmigung. Und ich finde halt, da sollte man dann anknüpfen lassen. Und das ist die Aufgabe der DJs, da direkt halt zu dem Clubbesitzer hinmarschieren und sagen, du, hier, ich habe eine Idee, hier, die Seite, hier, wie schaut's aus? Es brennt, musst dich schnell entscheiden. Anmeldung, Parade, Werbung. Eigenwerbung auch für dich, es ist ja immer ein B2B, muss man ja, so muss man es halt auch verkaufen, weil im Grunde hat der, spart sich der Clubbesitzer am Ende der Gage auch wieder am DJ, weil der DJ natürlich mehr zahlen muss, gegen die Gagen bei allen DJs nach oben ins Unermessliche. Ja, eh gar nicht. Das sind jetzt zwar eh so niedrig die Gagen, aber also in unserem Bereich, im Local Euro Bereich, sind ja grottig die Gagen. Da darf es ja auch nicht anders sein im Endeffekt, die werden ja genauso steigen, wie es bei uns steigt. Das heißt, du würdest jetzt sagen, bringst Geld mit? Ihr DJs geht raus, sucht euch quasi den Club und sagt, irgendein Club würde den Zuschuss könnte dann LKW der Ali könnte das locker machen, der hat die Kapazität dafür. Ja. Die Frage ist, macht er das, weil dem ist es eigentlich recht wurscht, dem geht es eh nur ums Geld. Das heißt, wir könnten, wenn ihr jetzt übers Wochenende rausgeht bis zum Montag, könntet ihr jetzt quasi sagen, wir können. Haben wir jetzt 5 Clubs, die 5 LKWs liefern, hätten wir schon 5. Also das Budget für die Werbezwecke, weil die können die Budgets ja dann auch als PR wieder oder als Ding wieder verwerten oder absetzen. Also letzten Endes ist es, was ich jetzt meine, ist eigentlich so. Deswegen habe ich auch die Claudia auch gerne haben wollen. Weil für mich ist es wichtig, dass auch ihr praktisch mit Digital Analog, weil ihr auch eine große Lobby habt, was gerade Künstler betrifft und auch DJs auch betrifft, dass ihr auch was macht. Also sprich auch da eventuell euch an einem LKW beteiligt. Mit Sponsoring kann man gucken, wie gesagt, das ist jetzt noch erstmal kein. Also du weißt, wie es bei uns finanziell aussieht. Klar. Also wir schwimmen im Geld, nee, ich habe draußen die Kompanien stehen. Nein, wir machen das Festival ja ohne Einnahmen. Wir kriegen von der Stadt die Raum- und Technikkosten und da auch nur einen Teil. Also das ist das, also was wir haben. Was da ich habe jede Menge Beziehungen, wenn ich rufe gerne Michi Kern an, frag den. Ich kann versuchen, den Tom Hillner zu erreichen. Das wären halt Macher. Ich kann die Sonne fragen. Ja, kann ich alles machen? Das ist jetzt das, was ich ja letztendlich auch will, dass auch dann die Clubs jetzt mal einpacken. Ihr habt es ja eigentlich schon gesagt, ihr habt Erfahrung damit. Ihr habt so einen eigenen LKW. Ihr kennt die sicherheitsrelevanten Auflagen. Das heißt also, ihr müsst jetzt dann vielleicht überlegen oder vielleicht habt ihr Lust, dann einfach das einfach auch zu schieben. Ja, nicht den Wagen, sondern einfach mal, was braucht ihr alles? Ja, weil letzten Endes wird es wahrscheinlich dann schon so sein, dass wenn man so will, jeder hat so sein Kollektiv, jeder hat so seine Crew und jeder will ja auch viele Leute mobilisieren, was ja für die Piraten letzten Endes. Aber wir müssen natürlich entscheidend ist auch, dass viele kommen, dass es eine erfolgreiche Idee ist und dass wir auch die Klima damit unter Druck setzen. Ja, also wir müssen aber jetzt halt die Stellschraube stellen, in welche Richtung das gehen soll. Ja, genau. Und dann müssen wir natürlich schauen. Ich meine, wir machen oder wir sitzen ja hier, weil wir halt eben fast nicht mal das Geld für die GEMA zusammenkratzen können. Und von daher stelle ich mir jetzt schwer, warum ich dann das Geld für eine PA und für einen LKW halt da auf die Füße stellen soll. Darf ich das mal ganz kurz sagen? Zwecks dem, wir wollen ja mit der Demonstration das erreichen, dass wir so viele Leute wie möglich dahin ziehen, richtig? Dass sie Aufmerksamkeit erregen, dass die Leute das sehen, was eigentlich falsch läuft und etc. Die Leute mögen zu einem Umzug kommen, aber ich denke nicht, dass extrem viele kommen werden. Was eine Idee ist, ist ein Headliner. Ein Headliner, der schon in München ist, sowas wie Tom Craft zum Beispiel, der das eventuell machen würde. Ja, das ist. Und kannst du dann schauen, wenn du halt genug Sponsorengeld hast. Also so ein DJ für 3.000 dann dahin zu stellen, so ein Zug, wie du so schön sagst, wo die 0 einbringt, Veranstaltung ist natürlich gewagt. Klar, aber ich meine, der Armin kennt den, also
der auch mal Tom Craft ist, recht gut. Ich meine, wenn der das kostenlos macht, als Charity, ist ja auch als sein Sponsor im Endeffekt, wäre das natürlich eine andere Geschichte. Klar, wenn er sich unterstellen würde, wenn alle DJs... Ja, wir sind jetzt schon mal einen Schritt, glaube ich, Entschuldigung, wir sind, glaube ich, schon einen Schritt zu weit. Ja. Wir müssen jetzt im Vorfeld die erste Entscheidung, die wir treffen müssen, wir machen eine Veranstaltung als Demo oder als Veranstaltung in die Richtung, da haben wir gewisse Rahmenbedingungen, innerhalb der müssen wir dann gucken. Jetzt, wenn wir in die Demo kommen, heißt das, es muss etwas Politisches mit stattfinden, dann kommen wir ins Spiel und sagen, pass auf, wir stellen mit unserem LKW ein Rednerpult, die Redner von mir aus bieten da mit unserer Infrastruktur den Rahmen, um quasi das Podium zu setzen. Und dann ist die Frage, was willst du in dieser Demonstration, das ist dann jetzt quasi euer Geschäft, wie ziehe ich am meisten Leute, wie verkaufe ich das? Und dann wäre zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, wir wollen einen Umzug machen, Love Parade mäßig oder CSD oder was weiß ich, wo wir fahren mit Bum Bum, ist die Frage, okay, wie viel Geld haben wir? Haben wir kein Geld, wie können wir es finanzieren? Das ist dann der nächste Punkt. Wenn wir nur sagen, wir wollen eine stationäre Geschichte machen oder nur einen Marsch oder irgendwas. Also, ja, wir müssen uns überlegen, gehen wir zu Fuß, Farmer also kostet mehr, sagen, zu Fuß haben wir wirklich. Ich glaube nicht, dass die Anzahl der Wegen entscheidend ist. Wenn man diese GEMA-Geschichte sieht, die wir in München hatten, das war ein Wagen und viele Leute. Ja. Es ist nicht die Frage, dass wir viele Wegen haben, es sondern... Es ging darum, die Wegen sind wirklich nur dazu da gewesen, den Clubs einen Anreiz zu geben, sich auch zu präsentieren. Das ist der Hintergedanke von der Sache. Das heißt, dass wir eben auch die Clubs sozusagen ins Boot holen können, um eben, wenn wir sagen, oh, das sind jetzt, von mir aus teilen sich Clubs auch ein, das ist mir wurscht, ja. Das heißt, wenn dann so mehrere Clubs sich dann zusammenfassen, dann sieht man, okay, die Clubs stehen dahinter und es ist einfach mal ein bisschen mehr Rundum halt, ja. Was ich noch dazu sagen will, weil das von dir unterbrochen worden ist, und zwar diese Wegen, was ich ja möchte, ist, dass das Betreiber, also die Clubs letztendlich, dass die halt auch irgendwas mit dem Wagen machen. Ob die das jetzt zusammen machen mit einem anderen, zum Beispiel, wenn man jetzt die Heidinger nimmt, die können dann halt dann sagen, gut, wir machen halt Film Casino, wir machen noch 9 und die anderen Clubs noch dazu. Die können dann, wenn sie in einem von ihren Läden einen Headliner haben an dem Abend, was ich nicht hoffe, dass sie dann halt den mitfahren lassen. Ja. Und damit machen die einmal Werbung für ihren Abend, für die Abendveranstaltung. Du musst schauen, dass sie die Klickkonsum geschaffen haben. Genau. Das und die Leute haben sich angezogen. Also jetzt nochmal zu den Kosten von vorhin. Also im Prinzip, die Demo an sich, kann man jetzt schon sagen, die Orga dazu kann stehen. Wenn wir keine Wegen haben, kriegen wir die Demo trotzdem hin. Denn wir haben den einen Wagen mit der Bühne, der vorne wegfährt, wie wir das schon auch bei der ACTA oder sonstigen Demos hatten. Also das ist quasi ein Lastwagen, mit einem Anhänger. Und auf dem kann man die Bühne, und da haben wir auch Erfahrung, wir stellen vom Odeonsplatz so als Bühne auf und das funktioniert wunderbar. Je nach Wetterverhältnissen, mit oder ohne Plane drüber, egal. Aber das kriegen wir auf alle Fälle hin, und damit war es das jetzt von unserer Seite her. Also das ist, da haben wir sozusagen unser Sponsor, der Kalle, das kostet uns jetzt nichts. Das kriegen wir hin. Das stellen wir. Also das Interessante wäre natürlich, wo habt ihr das her? An wen kann man sich da wenden, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen einfach, weil wir es angenommen haben, sage ich, hätte doch noch ein paar Euro übrig. Da warst du nicht da, ich habe das vorhin erwähnt, wir haben einen professionellen Veranstaltungstechniker, ich bin das vorher mit ihm durchgegangen. Ich sag mal, die Rechnung für einen 7,5 Tonner mit einem Stromaggregat drauf und Mucke musst du ungefähr so einen Tausender rechnen, plus, also vielleicht noch plus 200, je nachdem, plus halt noch, plus noch einen Flyer-Zuschlag letztendlich, dann irgendwie 200, 300 Euro pro Wagen. Dass man das in den Topf reinschmeißt und dass man halt die Flyern verteilen kann, schon vorher in die Clubs und was weiß ich alles, damit man eben drauf aufmerksam machen kann. Also das wären so um die 1500. Problematisch an der Sache ist nur, du brauchst halt auf dem Wagen nicht nur einen DJ, sondern du brauchst halt auch einen Techniker auf dem Wagen. Und das kriegen wir nicht mehr hin. Ja? Unser Veranstaltungstechniker, der ist auf unserem Wagen, aber auf den anderen müssen dann auch welche drauf sein. Wie viel behauptet einfach mal, wir sind da schon technisch auf jeden Fall. Also das wäre jetzt nicht genauso ein Profi, den ich da sicher motivieren kann. Es geht noch weiter. Was noch fehlt ist, du brauchst noch Ordner außenrum, die nebenher gehen und das betreuen. Und zwar einen Ordner pro 100 Leute. Jetzt wollte ich da fragen, wenn das eine politische Demo, muss das doch die
Polizeistelle, oder nicht? Nee. Weil bei der anderen Demo da für Freiräume habe ich gesehen, da ist nichts gemacht worden, weil das die Polizei das beschützt hat. Wenn man nee, will. Das kriegst du. Möglicherweise kriegst du es nicht mit. Ja, sind aber auch bei quasi. Ja, ja, die haben nur eine Binde. Meistens Jacken oder sonst irgendetwas. Aber das. Aber gut. Ja, der Veranstalter läuft, dass keiner drunter rutscht und sowas. Ja, das also ich bin da selber Zeit, schon mitgelaufen. Faschingsumzug machen das auch die Leute, so eine von Faschingsvereinen. Also das ist genau das, was wir halt dann noch organisieren müssen. Okay. Das ist dann unsere Sache, wie wir halt das mit den Ordnern und allem hinbekommen, mit der ganzen Anmeldung. Genau. Und jetzt sagen wir mal, also ich weiß, dass die Wegen rumstehen haben, die genutzt wurden und noch existieren quasi. Also ich sag so, Andi, ich weiß von Andi, dass der Formel 1 auch sponsert im Endeffekt. Der hat viel mit Catering und so weiter zu tun. Ich meine, dass der einen Wagen sponsert, das dürfte kein Problem sein. Andi, ich hatte das anders verstanden, dass du wüsstest, dass solche Wegen existieren, weil ich meine, vom CSD, die wäre das ja jedes Mal jeder das ist das Problem jetzt bei den Veranstaltern und deswegen muss das relativ schnell passieren. Die Wegen sind fast immer gemietet, ob das jetzt vom Buchbinder oder sonst was ist, das sind immer gemietete Wegen, wo dann die Technik drauf kommt. Da haben zwar genügend Leute Erfahrung, die das schnell mal hinkriegen, nur das erste Problem ist, weil es ein Wochenende ist, ob du noch einen Lastwagen bekommst. Das heißt, man muss jetzt, quasi jetzt schon, wenn man das jetzt machen will, dann müssen die jetzt schon, meistens sind die ganzen Veranstaltungen auch schon, ich sag mal, 3, 4, teilweise ein halbes Jahr vorher. Ich würde jetzt aber, warum gehen wir denn nicht an einfach ein Bauunternehmen ran? Ja, Moment, um das Ganze mal. Wichtig ist erstmal, dass die DJs zu den Clubs hingehen und dass sie bei uns am Sammeln sind. Das ist der erste Schritt. Dass wir überhaupt wissen, wer hat Interesse. Wenn wir wissen, wer Interesse hat, können wir gucken, was wir mit der Kohle und dem Pfand und dann strukturieren wir das. Mein Vorschlag, jetzt erstmal zur Güte, weil macht das erstmal übers Wochenende. Sprecht mit mir, meldet mich an, wen habt ihr, tak, 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 und dann sprechen wir nächste Woche, Montag, Dienstag, konkret mit den einzelnen Clubs. Da können wir uns dann zusammensetzen, dann wissen wir auch mehr und dann wissen wir die Dimension und dann nageln wir das einfach mal so fest. Einfach nur als nächster Aktionsplan, ihr sprecht mit den Clubs, was ist bis Montag raus, wer hat Bock mitzumachen, konkret. Und dann gehen wir nächste Woche einfach zusammen mit denen mal an einen Tisch und machen Nägel mit Köpfen. Wobei ich an dieser Stelle schon nochmal diese Kreativleistung nochmal reinbringen würde, wenn man was sich promoten will. Es läuft vom Prinzip her, ich erkläre es nochmal jetzt am CSD unser Wagen. Wir haben einen LKW gehabt, ganz normal, haben die Plane runtergeschmissen, haben ein Aggregat unten drunter mit einem Spanner hingemacht, der den Strom draufgesetzt hat. Oben drauf hat ein Veranstaltungstechniker die Boxen und ein DJ-Pult drauf gemacht und damit ist der Lack gegessen. Und das ist, wenn ihr den Kontakt gerade in die Clubs habt, im Zweifelsfall haben die auch ihren Techniker und ihr Techniker hat meistens auch einen LKW, wo das Zeug hinfährt. Das heißt, das kann man alles irgendwie unter der Hand, mehr ist nicht dabei. Was du dann für die Demo noch brauchst, sind die Ordner außenrum und deshalb nichts passiert. Und dann machst du mit Deko, Luftschlangen, was weiß ich, was du halt möchtest. Und diese Securities oder die Sicherheitsdienste haben die Diskotheken oder die Clubs auch meistens schon dabei, indem sie halt dann vielleicht auch die dann noch nicht hinstellen. Also das ist jetzt erstmal noch das große Thema. Was, glaube ich, recht ausschlaggebend ist, was bei den Clubs ganz ausschlaggebend ist, ich meine, wie oft sieht man jetzt eigentlich bei den ganz großen Veranstaltungen lokale Leute, die da auflegen? Also ich sehe es immer seltener und seltener. Jetzt vor allem als Beispiel ist Global Conventions zum Beispiel. Die machen ihre Veranstaltung mit Oliver Kolecki, mit keine Ahnung, Louis Kalle etc. Die haben einen Support-Act, bevor und danach spielt. Das war's. Denen ist es, glaube ich, so, den meisten, muss ich jetzt sagen. Die Promotion spielt doch immer, die spielen doch selber immer ihre eigenen Acts nach dem Kolecki und vom Kolecki. Die wollen sich selbst ja zu sagen. Genau, also der Anwalt spielt ja immer generell vor dem Main Act und danach halt irgendwer anders, keine Ahnung. Aber ich glaube, denen ist es recht ungebacken, ob das jetzt 13 Cent pro Tag mehr zahlen müssen oder nicht. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Weil die ganzen Lokalleute werden weniger und weniger. Es kommen ja immer mehr Headliner, aber das kannst du keine Leute mehr ziehen. Das Problem ist ganz einfach, wenn du jetzt einmal diese ganzen lokalen Discjockeys einfach verlierst, wenn die jetzt einfach nicht mehr da sind, wenn sie nicht mehr existieren. Wer spielt dann in den normalen Bars zum Beispiel noch? Da spielt nämlich keiner mehr plötzlich ein Kolecki oder so. Also ich finde das gar nicht so. Ich finde die Local Heroes sind stärker denn je. Also mehr Local Heroes, deswegen kriegt ihr jetzt einen 50-Spinning geschmissen. Also, aber obwohl das jetzt ferner vom Thema ist. Also ich finde, es sind mehr Local Heroes denn je. Es sind mehr, aber es werden weniger benutzt, finde ich. Also so wie ich sehe, ich gucke mir die Line-Ups von den Clubs an, wieder an, da stellt immer wieder das Nadel. Das betrifft mich jetzt gerade ein bisschen ab. Verbleiben wir so jetzt erstmal mit der Absprache, dass ihr euch übers Wochenende nochmal reinhängt, schaut, wen könnt ihr alles aufmachen, meldet mir das zu, dann kümmern wir uns, dass wir sehr schnell mit denen persönliche Gespräche nochmal führen, konkret,
dass sie auch einen Ansprechpartner von uns haben. Und dann schauen wir mal so bis Mitte nächster Woche, was wir da zusammenschnüren können. Und das, was wir bis dahin schnüren, das tüten wir dann einfach ein. Ende. Wichtig sind die großen, die Sie kennen, also die Faltenmachers und, ja, und Faltenmacher und Kern und Co. Also das sind halt die Macher in München. Das muss man halt. Ja, die haben die Quote. Genau, und das sind die. Das ist wichtig. Noch eine kleine Ergänzung. Wenn es wirklich dazu kommt, dass ihr halt irgendwo eine Einnahmequelle auftut oder dass irgendjemand irgendetwas bezahlt, dann wäre mir sehr wichtig, dass alle diese Geldströme immer durch unsere Partei durchfließen. Nicht an der Partei vorbei. Also das heißt, wenn irgendwo Geld aufgetrieben wird, dann soll es aus der Parteikasse kommen. Nee, das soll mir darauf hinweisen, dass man es uns auch spenden könnte und wir dadurch profitieren, weil wir jetzt nicht anfangen, die Veranstaltung zu machen, um die Partei zu machen. Ja. Nein, aber wenn so etwas schon passiert, dann machen wir das. Das hat ja die Partei der Wahlkampfkasse so. Darum geht es gar nicht. Also ganz ehrlich, so ganz oben bei 150 Euro. Schlecht. Nö. Bricht das mal durch 30 runter. Ja, aber ich behaupte mal, also ihr zahlt eure Werbeplakate oder Wahlplakate ja auch nicht alle privat, wenn ihr zusammenlegt. Doch. Das sind die Partei, was für doch. Also im Prinzip genau so, das gehört für uns alles über Spenden. Alles privat. Ja, das nur die wir sprechen nachher mal über so ein Parteibuch. Ist, ja, nicht leise, das ist sehr dünn und aus Plastik. Ja, okay. Wir sind ehrenamtlich. Also, anders sind für mich. Ja. Okay. Also wie gesagt, ich finde, glaube ich, wir sollten jetzt erstmal besprechen von wegen das Grundsätzliche, was wir erreichen wollen, dass wir diese GEMA auf jeden Fall machen, dass diese 13 Cent halt nicht mehr bezahlt werden sollen. Die können wir am meisten Leute erreichen. Sprich, das ist jetzt bei dir zum Beispiel oder auch ich spiele Wochenende jetzt verknüpft, ich mache dies genauso, ich frage an, also mehr kann ich auch nicht machen, als die hier zu erzählen und dann halt am Montag, Dienstag, Mittwoch eben Rücksprache zu halten. Also ich bin leider auch, ich muss schon fast wieder los, ja, ja, ich muss mir das später erzählen, aber ich lasse kannst du nachher noch weiter gucken. Eine Karte da, zwecks Kontakt oder? Ja, genau, schmeiß her. Ja, schmeiß her. Genau. Lass dich da, dann tue ich dich dann auch in die Dinge rein. Ja, es fehlt die politische Forderung, muss natürlich klar sein. Das, ja. Und dann ist auch natürlich auch nochmal ganz wichtig, wie man die Leute akquiriert, damit die überhaupt von der Demo. Ja, man muss die Leute mobilisieren. Das wäre dann der Manpower, weil wenn nur DJs kommen, es kommt 600, aber wenn die DJs halt jeder noch 10 mitbringen, müssen wir uns noch überlegen. Ja, dann müssen wir mindestens nochmal auch die Medien natürlich irgendwo ran. Medien, Pressearbeit, das kriegen wir ins Laufen. Ich glaube, wir haben hier bessere Profis oder auch ein, sag ich mal, ein besser etabliertes Netzwerk, das da weiß man, an wen es sich wendet für solche Aufmacher. Radio natürlich sicherlich da auch sehr Antenne interessant. Antenne Mai zum Beispiel. Glaube ich nicht unbedingt die beste Zielgruppe, aber alle die man kriegen kann, genau. Die Frage ist, ob man die politische Forderung nochmal zum Beispiel in die Diskotheken flyert, da wäre ihr natürlich der Ansprechpartner. Wäre jetzt mal interessant, wie ist das eigentlich, denn es ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein DJ-Job, wenn ein Radiomoderator selber auflegt. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist nämlich genau das. Ich weiß nicht, dass wir die Radios mit ins Boot holen. Ja, ich bin Ego-FM dann. Und ja, alle hören es auf. Ego-FM. Wenn der Bayerische Rundfunk nicht so mehr ist, dann ist es Leute, Leute. Weil ich glaube, die würden das schon mitmachen. Gott schlecht. Kabel. Also. Denke ich auch. Das wäre der Slogan, den überlegen wir uns noch. Der kommt auf jeden Fall noch jetzt. Ich denke, das nächste Woche, wenn wir den Fest haben. Mhm. Ich würde mich da auch ganz gerne mit dem Alexander Rülkopf nochmal besprechen, der jetzt leider nicht mehr kommen konnte. Weil er, wie gesagt, auch dann auch das eher eigentlich ein sehr, sehr gutes Pressenetzwerk ist. Mhm. Er persönlich auch. Und er da auf jeden Fall die richtigen Worte findet. Und er würde auch eventuell, wie gesagt, dann. Dieses Interview oder diesen Pressetext, den er dann anschreibt, die Z auch dann noch anbieten und eventuell noch andere Zeitschriften. An der Kappe hat er, glaube ich, noch gesagt, da geht auf jeden Fall schon einiges mal auch in die Presse rein von ihm. Also die Sache ist die, ich würde das auch ganz gerne, damit wir auch mal hier so ein bisschen Unterschied reinbringen. Was wir leisten können, ist auf jeden Fall die normale Presse anzusprechen. Ja? Also sozusagen dieses Ganze, was man jetzt im politischen Umfeld so hat. Die Fachpresse, das ist euer Spiel. Ja. Da haben wir wenig Kontakte auch, das müsst ihr letztendlich als Netzwerk leisten, dass man die immer ansprechen kann. Haben wir Adressen, wenn wir Anfragen von der Presse haben, dass sie einen DJ ansprechen können? Dass die direkt, dass ihr da irgendwie 3-4 Leute können über mich und Bauch auf jeden Fall das überhaupt nicht zeigen. Wollen wir schauen, dass ihr eventuell parklos wenigstens jetzt am Wochenende abklammern können, das ausmachen, wer was macht, weil ich könnte 8 Millionen Probleme heute Abend machen, weil nicht sehen. Das können wir nachher noch ausschreiben, ja, wer was macht. Okay, also Fachpresse, also alles, was euch
im Prinzip einfällt in der kompletten Musikindustrie, sozusagen einen Spezialpresseverteiler, dass wir den aufbauen, jetzt auch übers Wochenende, dass dann bis nächste Woche steht, ganz wichtig. Da können wir uns nachher noch kurz zusammensetzen mit einer Datenbank, nach welchen Kriterien wir die aufbauen müssen, damit ihr dann eintragen könnt zentral, damit wir einfach einen zentralen Verteiler haben für auch spätere die Kommunikation. Und wir mergen dann halt dann auch dementsprechend unseren Verteiler mit rein. Ja? Also ich denke, dann teilen wir das genau auf. Wir bleiben jetzt erstmal auf dem Territorium, was wir können, und ihr spielt euer Territorium voll aus. Ja? Das ist ein Homeoffice bauen jetzt. Hm? Viel Spaß. Zur Homeoffice bauen. Ja, voll Gas gegen die Gamer. Okay. Und dann wir auch Claudia vorher zu dir. Das wäre dann genau das, also diese ganze, wer halt im erweiterten Kreis, das sind halt die DJs, die halt aus ihrer Position singen, und wir jetzt von digital analog auch sehr herzlich eingeladen, hier mal zu gucken, wer käme denn alles noch in Frage. Weil da habt ihr vielleicht auch mal eine andere Sichtweise drauf, vielleicht ein bisschen übergeordneter, dass man das ein bisschen breiter aufstellen kann. Weil das ist auch eine Ebene, die können wir nicht abdecken, weil wir da auch zu wenig drin sind. Weil wir halt rein, also ich als Pressesprecher muss halt sagen, für mich ist der Fokus halt ganz klar auf gewisse Redaktionen und halt da auch nur mit ein paar Leuten, wo ich halt weiß, da wird Politik gemacht. Das ist jetzt eine Spezialsache. Mobilisierung und das dann jetzt zu verknüpfen eben auch mit der politischen Forderung. Ja, ihr braucht sowas wie ein Muckbook-Account, Muckbook-Tagebuch. Also gerade hier in München läuft viel darüber. Muckbook ist ein Blog für die Stadt München. Da sind alle interessanten Leute drin, sei es, ob es Harry Klein ist als Veranstalter oder das Lehmbachhaus. Da hat jeder sein Tagebuch und jeder schreibt da innerhalb seines Blogs. Ist das so Internetseite? Ja. Aha. Okay. Überhaupt die gesamten Blogs lege ich euch dringend ans Herz. Das ist so mit. Ja, genau. Also da kann man, oder? Da kann man einfach umsonst Texte schreiben. Die Sache ist die. Wir müssen jetzt sehr, sehr schnell sein. Und wenn wir jetzt anfangen, die Blogosphäre durchzugehen, haben wir im Augenblick, siehst du ja selber, von den Kapazitäten. Nein, drum ja. Sowas halt ja, vom Blog aus. Wenn du da noch mehr weißt, jederzeit gerne, schreib es zusammen, gib uns das und wir machen dann das. Ja? Da lassen wir uns dann schon was einfallen, dass wir da Content drauf kriegen. Was ich vielleicht auch, oder was ich gerne hätte von euch jetzt, von Piratenseite, ist, und zwar gibt es diesen Doktorsteller Kaufmann. Das ist ein Mitglied des Deutschen Bundestages, der kommt aus Stuttgart. Dr. Stefan Kaufmann, der ist auch auf der Facebook-Seite jetzt ein offener Brief gepostet worden. Ich habe gestern ihn schon angeschrieben, warten wir auf eine Antwort von ihm, ob er sich dann auch mit uns heute in Verbindung setzen könnte, deswegen auch. Weil er ja an diese Präsidentin, die Cornelia Rudolf-Schäffer vom Patentamt, hat einen offenen Brief geschrieben über zwei Seiten, wo es halt darum geht, dass halt diese GEMA-Verordnung einfach nicht rechtens ist, weil sie halt zu kurzfristig ist und sie jetzt noch nicht wissen, wie es wirklich abgerechnet werden soll und wo es wirklich hingehen soll und dass das ausgesetzt werden soll. Hat er also diese Schreiben reingeschrieben. Also der ist da auch schon tätig geworden über Stuttgart. Kann ich nachher nochmal zeigen an diesem. Was willst du jetzt von uns konkret? Dass ihr mit dem Kontakt aufnimmt. Okay, kein Problem, mache ich. Ist gebombt. Kriegst du mir dann rüber, genau. Können wir dann wann... Das ist auch auf unserer Seite schon, wir haben alle gepostet. Ja genau, dann den Link, den müssen wir dann... Wobei mir unklar ist, warum er sich als DPMA gewendet hat. Das die übergeordnete Satz ist von der GEMA. Ja, ist so. Ordnungspolitisch. Also das, das wird auch dort verhandelt, der Dr. Ja. Paul zum Beispiel hat dort für den VDMK verhandelt. Okay, dann mache ich das. Ich versuche den mal anzuhauen. Steht alles in dem Brief drin, mache ich. Und dann schauen wir mal weiter. Das kann ich Montag wahrscheinlich, ist, wenn er wieder seine Sprechzeiten hat. Aber rufe ich mal. Also steht unten noch die Telefonnummer von Stuttgart nochmal. Also ja, mache ich dann alles. Aber übernehme ich soweit. Gegebenenfalls gebe ich das an unseren Urheberrechtsbeauftragten Bruno Gramm weiter, dass der sich mit ihm in Verbindung setzt. Aber passiert auf jeden Fall. Und dann können wir mal sondieren, in welche Zielrichtung er genau ist, will, und dann können wir mal ein bisschen schauen, was wir da noch rausholen. Okay, machen. Darf ich noch mal schnell was einwerfen? Ja. Habt ihr euch Gedanken gemacht, ob ihr das bei dieser Aktion belasst oder ob ihr dann eventuell vier Wochen später weitere Aktionen liefert, also so ein 4-Wochen-Turnus? Weil keep the pressure on, ja? Also wenn die nicht reagieren, immer weiter drauf. Also bis jetzt haben wir nur erstmal die eine Veranstaltung. Genau. Also wir wissen ja selber genau, wo es momentan hinläuft. Und anscheinend ist jetzt, wie gesagt, auch von diesem Mitglied des Bundestages, von diesem Kaufmann, ist ja auch
es sind mehrere Sachen mittlerweile aufgetaucht, wo sich Leute wirklich auch aus der Politik, aus der Bundespolitik auch mittlerweile da beschweren und auch hingehen und sagen, so geht das nicht, wie könnt ihr das nicht machen? Da vielleicht mal zur Ergänzung. Wir haben vor einem Jahr mit dem Bundestagsabgeordneten Singhammer Gespräche geführt, wo es eben auch um die GEMA ging. Wir haben halt nur festgestellt, es gibt schon ein Papier von der Enquete-Kommission von 2007, wo die eigentlich die zentralen Punkte, was kritisiert wurde, schon mal angesprochen wurden. Nur es passiert einfach nichts. Das ist ein Papier, das vergibt irgendwo bei einer Ausschussvorsitzenden der Grünen in irgendeiner Schublade, aber es passiert nichts. Und das ist halt so eine Erfahrung, ich habe gestern auch nochmal mit Bruno Kramm gesprochen. Er hat gesagt, es sind schon hunderte von Petitionen, die auch teilweise erfolgreich hatten, sind schon eingegangen, aber es passiert nichts. Es ist von der Einschätzung her, so wie ich das Ganze gibt, ist so, dass die GEMA von sich heraus anscheinend unfähig ist, sich irgendwie zu erneuern. Das ist ein Prozess, der muss von innen gestartet werden. Von außen kommt man an sie nicht ran und das ist einfach nur ein Eindruck, wie gesagt, das muss man jetzt nicht sagen, aber der Eindruck ist einfach, dass die sich so weit lobbymäßig abgeschirmt haben, dass es nicht möglich ist, auf Veränderungen nach innen hinzuwirken. Ja, das liegt in ihrer Struktur. Ja, trotz der vielen Mitglieder sind ja nur diese wenigen hundert überhaupt. Das ist eben genau diese schreiende Ungerechtigkeit. Also wenn man sich anschaut, dass irgendwie ein Tanzlehrerverband da eigentlich... Aber der hat es vorher noch nicht klar gemacht. Also, eine juristische Sie hatten einen Staatsauftrag. Vereine Körperschaft. Das ist ein Verein mit Staatsauftrag. Das ist sowas wie die GEZ. Also ich habe mich mit einem unterhalten, was der ehemalige Beitragsmitglieder von der GEMA, der da ausgeschieden ist, der hat mir auch dann gesagt, wir sollen uns an den Vorstandsvorsitzenden wenden. Oder Ausschuss, an den Ausschussvorsitzenden wenden. Ihn direkt ansprechen. Und jedes GEMA-Mitglied kriegt sofort innerhalb von einer Woche Termin bei ihm. Nein, nicht mehr jedes. Bruno ist auch GEMA-Mitglied, das ist in der Zwischenzeit, die sortieren auch hier dann die Leute. Das geht jetzt vorgehen. Also diese Ausschüsse, die müssen für ihn da sein. Nein, für die Mitglieder. Du darfst du musst unterscheiden. Es gibt diese außerordentlichen Mitglieder, dann bist du zwar Mitglied, aber du hast kein Stimmrecht. Genau. Dieses Stimmrecht ist dieser ganz gemeinen Elite vorbehalten, auf die. Hast du keinen Einfluss? Beziehungsweise es gibt einen Passus, ist mir auch gestern von Bruno noch gesagt worden, und zwar die GEMA hat eine Grenze, das heißt Vereinigungen mit mehr als 50 Leuten müssen praktisch angehört werden. Die müssen vom Vorstand bedient werden, also von dem Ausschuss. Das heißt, seid ihr 50 Freunde, seid ihr mit am Tisch. 50 außerordentliche Mitglieder. Nee, du musst dich halt als Verein oder Verband, also Verbände und Vereine müssen, solange es eine gewisse, ab einer gewissen Größe, müssen angehört werden. Ja, das ist genau. Aber das ist, wenn es jetzt prinzipiell mal gegen die Demo geht, um die Demo geht, man kann natürlich, also ich glaube, nachdem alle hier drinnen sitzen und schreien zum Himmel, ich habe den Schmarrn studiert, bin ich der Auffassung, wenn alle sagen, das kann so nicht sein, dann muss irgendwo auch unser Grundgesetz kommt am Ende zu dem Ergebnis, dass es so nicht sein kann. Das heißt, da gehst du halt den langen Schritt durch die Gerichte und dann, aber das ist jetzt mit der Demo und das aktuell jetzt eigentlich. Nee, ich kann es auch nicht. Weil ich ja gerade eine Frage habe wegen dem Anspruch oder wegen der rechtlichen Lage. Ich habe jetzt etwas mitbekommen von wegen, dass es bei einem Minderwert bis 600 Euro Streitwert. Dass es da dann eine Pauschale gibt, was das Gericht nur 50 Euro kostet. Echt? Das habe ich jetzt die Woche erfahren. Also habe ich jetzt so in. Ja, das kommt immer drauf. Darf ich kurz einhaken, vielleicht? Also, weil wir sind ja erstmal in der Planungsphase für eine Demonstration gegen eine Sache, die uns ansteht. Sicherlich wäre interessant für alle Teilnehmer, sei es jetzt Unterstützer, DJs, Gastro, Piraten, dass man aber wirklich klar sagt auf der Homepage zum Beispiel, was wollen die in klaren Worten. Das wäre natürlich eine super Sache, wenn ihr da helfen könntet. Geht mal auf die Homepage. Ja, nicht das mit den 13 Cent, sondern halt das Nein. ein paar missverständliche Sachen irgendwie stecken. Die Aufruf zu dem Beitrag von Bruno. Ja, da steht, also das ist ein Beitrag von unserem Urheberrechtsbeauftragten, gehen wir dem DJs ins Fahrenwald. Da steht konkret drin, was im Augenblick an Infos da ist, welche Texte schon soweit veröffentlicht wurden. Das ist schon mal das erste. Das ist auch gefragt von der GEMA. Genau. Das ist eine FAQ, auch teilweise von der GEMA. Wir müssen das optisch einfach noch ein bisschen besser machen. Aber das ist wirklich die erste Information, die wir haben, was ist konkret Fakt. Genau. Und dann sehen wir, dass der BVD genau aufgrund der Faktenlage ja momentan mit denen verhandelt. Das heißt also, jetzt ist ja die Forderung gekommen, das aufzuschieben, das in Kraft treten. Wenn das passiert, dann werden uns sicherlich die Medien die Frage stellen,
ja, ist ja aufgehoben, wofür, wogegen, in dem Sinne eigentlich, nicht, meine ich nicht. Das können wir dann... Ich weiß, weil vorher die Frage war, Pressure und so weiter, ich meine, das kommt natürlich dem zuvor ein bisschen. Es ist so, zunächst einmal ist der Vorgang, wie es im Augenblick läuft, per se schon eine Sauerei. Weil meine Informationen nach versuchen sie jetzt Folgendes. In 2 Wochen soll angeblich das Ganze veröffentlicht werden. Und das heißt eine Woche, bevor der Tarif letztendlich dann offiziell ist. Das heißt eine Woche Vorlaufzeit, um überhaupt zu gucken, was wollen wir von euch und dann die Einführung. Juristisch meiner Meinung nach allein schon das unwirksam. Aber das steht auch bei dem Kaufmann. Aber das ist mittlerweile das Gebaren von einer Institution, wo man sagen muss, was erlauben sich GEMA? Ja? Darum geht es. Was erlauben sich GEMA? Und das grundsätzliche Problem, worauf du hinaus willst, ist das Urheberrecht. Und da ist die Frage, wie gestaltest du es neu? Genau. Weil so wie es aktuell läuft, und das ist in der ganzen Konsequenz mit den Verwertern, die draufsitzen, dass der Kleine nichts kriegt, das ist ein Problem des Urheberrechts, wo du dieses geistige Eigentum, was du einmal geschaffen hast, wird von anderen Leuten mit viel Geld verkauft, ohne dass du selber was davon profitierst. Und das ist ein langfristiges Ding, wo wir gerade im Moment selber auch noch dran scheitern, dass wir keine Alternative auf den Punkt bringen können, wo wir sagen, es soll so und so geschehen. Du musst dich, glaube ich, eher auf so Forderungen zurückziehen, wo du sagst, wir müssen die Leute, die da auflegen müssen, davon leben können und nicht die finanzieren, die überhaupt damit nichts zu tun haben. Das sind, glaube ich, eher die Zusammenhänge, wo du jetzt aktuell antreten kannst. Ja, ich habe ja auch gesagt, ich habe zum Beispiel verstanden worden, dass also die Musikbranche so einfach wie möglich geschützt wird. Dass also auch diejenigen, die sich eben nicht mit dem gängigen Urheberrechtsschutz, nicht mit den gängigen GEMA-Regelungen, mit den eventuell kommenden und der aktuellen Gesetzeslage auskennen, ganz klar verstehen können, wo hier die Schieflage steht. Das war mir eigentlich wichtig. Und das kommt natürlich über Jetzt muss ich einhaken. Dieses ganze Thema ist nicht einfach. Sobald es um die GEMA geht, das heißt, hast du es mit Strukturen zu tun, wenn du die nicht, ich sag mal, nachvollziehen kannst, verstehst du das Problem nicht. Urheberrecht, auch so ein Ding, ja. Das ist nicht einfach etwas, das ist auch ein Riesenproblem. Das ist das gleiche Thema. Ja, es ist das gleiche Thema. Es ist so, das ist auch ein Riesenproblem, das wir auch einfach jetzt gesehen haben als Erfahrungswert, dass dieses Thema nach außen zu transportieren nicht so ganz einfach. Wir tun, was wir können. Diese Forderung jetzt, keine 13 Cent für die GEMA, das ist ja wirklich das Kleinste, worauf wir es jetzt runterbrechen können. Das wollen wir nicht. Weg damit. Aber wir brauchen plakative Sprüche. Und das sage ich auch, wenn wir im Hintergrund, ist meine Meinung, wenn wir im Hintergrund versuchen, neue Strukturen zu schaffen und uns da Gedanken machen. Du brauchst für die Straße, brauchst du plakative Sprüche, um zu erreichen, dass jetzt konkret diese 13 Cent nicht kommen. Das ist aber... Und das sind so Sprüche, könnte ich mir vorstellen, wo du sagst, DJs haben für den Tonträger gezahlt, DJs haben für den Laptop GEMA gezahlt, DJs haben für den USB-Stick Laptop GEMA gezahlt, DJs haben viermal irgendwo stand, das ist irgendein Ding, viermal schon bezahlt und jetzt sollen sie nochmal zahlen, obwohl sie am Ende umsonst dafür auflegen müssen. Das ist ein Dreiklang, den kannst du draußen den Leuten erzählen und damit schreien die auf, dass es ungerecht ist. Was dann dahinter steckt, das wäre eine Sache, die würde ich auch gerne nächste Woche in Angriff nehmen, wenn wir, ich sag mal, dieses Spinning und was wollen wir konkret jetzt bei der Demo. Das wollen einfach auch nicht abgekocht werden, weil die sich dann eben ganz primitiv auf die Fahne schreiben. Ja, wieso ist doch eh verschoben, jetzt macht euch mal keine Sorge, das wird schon auch mit. Und wenn es verschoben ist, das wäre dann schon auch genau deswegen möchte ich mit der Aussage auch noch warten. Da sind wir jetzt einfach noch in der Problematik drin, dass wir erst in 2 Wochen wissen konkret was. Ja, das heißt, aber was wissen wir erst in 2 Wochen? Den konkreten Tarif, beziehungsweise was jetzt konkret rauskommt, weil die offiziellen Texte sind nicht freigegeben. Das sind alles nur Informationen, die so halbscharig jetzt erstmal rüberkommen auf irgendwelchen Blogs und brauchen wir den Text. Ich würde aber dann trotzdem noch sagen, dass wir einen Zeitplan machen. Wenn du in den Clubs was promoten willst und flyern willst, brauchst du eine Vorlaufzeit, wo die Flyer gedruckt werden. Ich würde für die Slogan-Gestaltung einfach einen Zeitplan machen, wo ich sage, bis dahin haben wir die Deadline für das Ding, da haben wir noch 2 Tage, wo wir nachbessern können und dann geht es in Druck, weil wir den und den Vorlauf haben, damit wir zum Ergebnis kommen. Also die Slogans sind spätestens nächste Woche weiter, meiner Meinung nach sollten die fertig sein. Also wirklich in einer Woche müssen die stehen. Ja, aber da kann man nicht in 2 Wochen über die Slogans. Geht doch. Lass dir noch mal kurz. Ja, ich will doch nur, dass du da auf das
Protokoll gelesen. Entschuldigung, dass ich noch was sagen will, aber ich bin so Hobby-Schriftsteller, ich habe da auch so ein bisschen mit jemandem gesprochen und so weiter, aber ich bin Recht und so weiter. Und wir haben ein paar Mal damit abgelehnt, weil ich habe veröffentlicht und habe dabei verschiedene Verwendungen, Verlagen und sonstigen und so weiter. Da haben sie immer gesagt, da sollen sich die Verbände und so weiter um die Rechte kümmern. Das wird ja auch nicht ganz recht, dass die das so anschauen lassen. Wie. Also das glaube ich, von der Seite her könnte man die auch hier nicht packen, oder? Geht in die gleiche Geschichte, aber diese Verwertungsrechte ist genau das gleiche mit der GEMA. Ja, eben. Aber jetzt geht es konkret um die DJs. Ja, so, können wir das... Ich möchte mal kurz ungefähr, damit wir mal einen Zeithorizont bekommen, was ungefähr passiert. Also, die Information, dass in zwei Wochen Design soll, kam irgendwann Mitte der Woche. Also ich gehe davon aus, dass bis Freitag, den 15. März im Augenblick, die GEMA die Texte vorliegen hat. Dann hätten wir noch als Vorbereitung, also das heißt, um das Ganze zu promoten, sofern wir das bis dahin hinbekommen, hätten wir noch genau 3 Wochen. Das langt. Das langt, weil Demo ist am 6.4. Wir haben noch die letzten 2 Märzwochen, das passt genau. Das heißt, wenn wir bis Freitag, den 15., den können wir noch abwarten, dann können wir übrigens das über das Wochenende reinhängen. Also das heißt, den 16., 17. hernehmen, um dann letztendlich aus den Texten, sofern wir sie da bekommen, dann alles glatt ziehen und können am Montag, den 18., letztendlich das präsentieren. Wenn du am vom 15., ich weiß nicht, wann ihr arbeitet, so als DJs, 16., 17. ist meistens Wochenende, ist eigentlich euer Arbeitsfeld. Ja, weiß ich nicht, ob das die 2 Wochen, das ist das Zeitfenster übers Wochenende, arbeite ich eh immer ungern, das ist eigentlich für mich immer frei. Insofern weiß ich nicht, ob das jetzt ein realistisches Ding ist. Also, eher die Allgemeine, ich versuche da eher Ideen zu stiften, ja, als dass ich mich dann am Ende... Also, es ist, also wenn die DJs sich, je nachdem, wie viel es halt noch mehr, wie viel mehr weiter mehr im Boot haben, die halt auch jetzt in den nächsten Wochen in den Clubs auflegen und darauf aufmerksam machen, 2-3 Wochen Vorlauf brauchen die halt, ja, damit die halt auch sagen können, mit was wollen wir auf die Straße gehen. Ja, das Ding, denke ich. Insofern, so nah wie möglich, ich weiß nicht, brauchen wir diese was die wollen überhaupt? Langt uns das nicht, was die bis jetzt in der Zeitung schaffen? Also ich sehe jetzt auch ein bisschen das große Fragezeichen, das wäre jetzt eigentlich auch soweit klar. Also klar ist es, dass wir als DJs dagegen sind, dass wir nicht diese 13 Cent für haben. Ja, aber du brauchst ja Formulierungen, die du auf der Demo promotest an die Leute. Wenn wir es bis nächste Woche Freitag fertig haben, diese Formulierung, also diese Slogans sozusagen, ja, aber du brauchst auch ausreichen. Also ich glaube schon, dass du, korrigiert mich, wenn ich da falsche Meinung liege, aber ich glaube, wenn du 4-5 Schlagwörter hast, die du, weil du wirst in die Gespräche kommen, wenn du von der Presse angesprochen wirst, du brauchst quasi monoton 4-5 Aussagen, wo du sagst, was kann ich sein. Das heißt, du musst den Slogan von der Demo haben und darunter musst du in 5 Stichworten musst du quasi Forderungen klar machen, was ungerecht ist und wieso die GEMA verändert gehört und wieso das nicht sein kann. In erster Linie ist es ja so, die GEMA-Veränderung, da ist jetzt, würde ich es mal so sagen, da gehen wir jetzt, das wäre schon zu weit. Wir wollen jetzt erstmal nur diese 13 Cent haben. Ja. Dass diese Geschichte 13 Cent, die schwarze 13 von mir, okay, ohne 13, von einem, der will, dass das erstmal wegkommt. Wir haben, glaube ich, alle nichts dagegen, wenn wir 13 Cent einmalig dazu bezahlen würden am Anfang, also wenn wir sie kaufen würden, die Tracks zum Beispiel, die Files. Habt ihr ja schon gezahlt. Es ist ein gewisser Anteil drin, das ist weniger als 13 Cent. Nee, also ganz ehrlich, ihr habt das schon dreimal bezahlt, ihr habt eine Urheberrechtsabgabe auf diesem Laptop. Ihr habt eine Urheberrechtsabgabe auf der CD. Warte mal ganz kurz. Also wie gesagt, es ist für mich wichtig, dass wir keine digitalen Kopien oder jegliche Kopien bezahlen sollen. Ja, aber das ist auch meine Formulierung, wo du sagst, keine 13 Cent, wir wollen keine Kopien zahlen, wir haben schon 5-mal gezahlt. Und wir, das sind diese Logos, die Fosser, die Hüschen, die deutsche Backups zum Beispiel, Anmoid, so ein allergrößte Witz. Das ist ja was Claudia aussagt. Es gibt auch eben die Wahlleute, aber genau diesen Aufschreiben, das ist ja lange so. Vorsicht.
das ist das Paderborn-Urteil, was es da gibt. Ja. Das ist auch noch ein Problem, also das, da geht es um die ZPÜ, eben das Datenträger wegen den GEMA-Gebühren, dass man eben unterscheiden muss, dass es eine sogenannte nicht kommerzielle und kommerzielle Nutzung unterschieden werden muss. Das ist in Deutschland nach wie vor nicht umgesetzt, das Ding. Und nur sehr, sehr bedingt. Das ist auch noch eine Riesensauerei, weil eigentlich müsste es so sein, dass man eine Anmeldung machen kann. Ich habe das als kommerziellen Datenträger angemeldet und damit zahlst du keine. Wir müssen auf jeden Fall einen Termin nicht machen, und die Herrschaft, wo wir uns. Dann heißt du, die DJ, so aber genau diese Diskussion müssen wir führen, ja, und zusammenfassen mit Ergebnissen. Das ist. Also der steht uns auch bevor, neben jeder Organisation. Ja, diese Diskussion, wo es jetzt losgeht, die müssen wir führen, damit wir das wirklich dann auch, wenn wir flyern wollen, auf die Seiten, das muss auf die Facebook-Seite, dass die Leute wissen, worum es geht. Ganz einfach, Arbeitspad, wir machen ein Arbeitspad auf, plakative Sprüche. Da sollen alle, die, auch die anderen Demo-Organisationen von Erfurt oder sonst irgendwas, sollen da alles reinschreiben. Und dann kriegen wir die Sprüche schon zusammen. Also, da machen Sie jetzt eigentlich keine großartigen Sorgen. Da kommt die Urheberrechtsgruppe von uns, ist ja schon an der Sache dran, die sind schon informiert und alles. Da sind ja auch ein paar DJs drunter, so ist es ja nicht, die das ja natürlich interessiert. Das heißt, das sind schon die ersten Beispiele und sowas sind schon in Mache. Muss ich jetzt erstmal warten, was da rauskommt, ja? Kann jetzt auch nicht vorgreifen. Aber wenn es läuft, aber wenn du mir sagst, es läuft doch nicht. Entschuldigung, ich hatte gehofft, dass Wally um 17 Uhr kommt. Wir wollten Demo-Orga machen. Ich hatte auch gehofft, dass wir Demo-Orga machen und nicht über das Thema durch und durch diskutieren. Das Thema ist halt jetzt klar. Wir wollen das halt so haben, dass wir nicht dass ich jetzt mal hier unterbreche, dass wir uns doch mehr auf die Orga beschränken. Was diese Demo anbelangt, dazu war das Treffen eigentlich anberaumt, wer was einbringen kann. Also für mich ist halt wichtig, dass halt jetzt diverse Clubs, Agenturen zum Beispiel oder Veranstalter angesprochen werden. Booking-Dienste. Dass die halt uns sich beteiligen. Da haben wir vorhin festgehalten, DJs kümmern sich um die am Wochenende um die Clubs. Da brauchen wir halt eine Rückmeldung, dann wissen wir, was da Sache ist. Also Rückmeldung dann einfach per E-Mail an Demo. Meinetwegen an Demo jetzt. Das ist die allgemeine, die läuft bei ihm, bei mir auf, das kriegen wir dann auf jeden Fall schon mit. Ja. Also Rückmeldung an DJs gegen GEMA.de. Dann, was die Vernetzung anbelangt, hatte ich ja vorhin kurz erwähnt gehabt, mir wäre es recht, jeder, der da eine DJs gegen GEMA.de Adresse haben will, das heißt, dass zum Beispiel im Pad bei der Admin-Liste nicht auftaucht, das ist einfach eine Datenschutzgeschichte, und jeder, der ein Orga-Pad hat, dass er sich meldet. Ich brauche die E-Mail-Adressen dafür, damit ich das einrichten kann. Ich glaube, es ist schon. Ja, du hast es schon, aber Claudia zum Beispiel hat es nicht, Andi hat es nicht. Juman und so. Du versteckst dich in der Mail. Das ist jetzt ein rein Orga, von dem wir aber genauso auf die Reihe kriegen müssen, dass wir auch untereinander kommunizieren können. Wenn man es so gibt auch gleichzeitig, das kann man Tobi noch sagen, ihr könnt jederzeit meine Kontakte an, das heißt meine Telefonnummer auch rausgeben, überhaupt kein Problem, ja, ich bin erreichbar, das heißt, wenn es Fragen von den Leuten gibt, irgendwie Rückfragen, können sie sich sofort an mich wenden, überhaupt kein Thema. Ja? Damit einfach klar, jetzt von Ansprechseite, ich rufe mich an. Ja? Wir rufen heute auf morgen 1000 Freunde bei Facebook, das dann war es nicht. Schön. Dann eben von, ich habe mit Wally ein bisschen hin und her gemailt. Wie gesagt, es wäre toll gewesen, wenn er schon da wäre oder sowas, aber wir müssen da auch in die Pötte kommen. Streckenverlauf. Also er hat davon abgeraten, dass wir diese ursprüngliche Planung machen. Über den alten Altstadtring. Die 5 Kilometer meint er, sind seiner Erfahrung nach zu lang. Dann Gärtnerplatz. Das war alles, ne? Oder? Mach ihn Gärtnerplatz schaffen, oder? Genau, das ist jetzt die vorgeschlagene Route von Wally. Ja, okay. Habe ich in seiner Mail drin. Er hat mir eine Mail geschrieben. Ja, aber die ganz ursprüngliche Route, die wir letzten Freitag besprochen haben, die ist weg über Isartor und so weiter. Also das wäre die ganz große Tour gewesen. Die ist eine Absperrung, dafür gibt es ja sicherlich Genehmigung, da muss die ganze Straße abgesperrt werden. Das ist ja das mit dem KVR, deswegen meldest du das Ganze an, dann kriegt die Polizei, und die Polizei übernimmt die Absperrung. Also wir haben jetzt mit den Absperrungen nichts zu tun. Ja. Das hat etwas. Also wir können bis 4.000 Leute, genehmigen Sie den Status. Wenn du über 4.000 Leute machst, macht das KVR zicken. Wir werden wahrscheinlich für 2.000 anmelden, können wir nachkorrigieren. Wenn wir über 4.000 kommen,
dann toll für uns, aber dann fliegt der Stachus eventuell raus. Weil da macht das KVR mit dem Brunnen, da machen die Zicken. Also über 4000 wird kritisch, das kriegen wir auf dem Stachus nicht mehr durch. Da könnte es aber dann durchaus sein, dann Lastwagen. Wenn wir auf den Marienplatz gehen, haben wir das Problem, dass da wegen alles über 7,5 Tonnen, der alte Hof und so weiter, das ist da alles gesperrt, da dürfen die nicht. Ja, aber wir gehen nicht über 7,5. Ich sag's nur vorher, damit das, wenn jetzt hier, hinterher treibt jemand den großen 40 Tonner auf, wo eine super Anlage ist und nachher darf er nicht mitfahren, weil er den zu großen Lastwagen daher bringt. Das muss ja auch das vorher. Das haben wir ja schon gesagt, ja, letzte Woche schon, dass wir halt diese 7,5 Tonnen Grenze einfach machen, wirklich festlegen, weil es ja auch nicht diesen Laufbereitcharakter in dem Sinne haben soll. Es soll ja, denke ich, auf die Essenz draufkommen, wie gesagt, was wir wollen. Deswegen sind es nur vorher. Wenn wir jetzt das hinkriegen, und egal in welcher Form es mit der Musik gespielt, wer sagt denn dafür jemand? Das haben wir auch schon besprochen. Ja. Okay. Muss bezahlt werden. Trotzdem Platz, oder? Muss bezahlt werden. Okay. Das heißt, alle Wegen und so, die sich anmelden müssen. Wie ist das mit GEMA-Vermutung? Das haben wir schon mal durchgezogen, es zählt die GEMA-Vermutung, ja. Du musst eine Liste. Das heißt, du musst erstmal eine Vorleistung. Das sehe ich aber überhaupt so so kein Problem, vorne weg so eine Liste zu bekommen. Wenn du keine GEMA-Mitglieder gewinnst. So, Moment, so, jetzt kommen wir noch in ein technisches Problem rein. Im Elektrobereich ist viel CC-Musik unterwegs. Ja, mit denen geht das. Die Sache ist, es geht um alle DJs erstmal. Mhm. Und die, dass die sich jetzt in der kurzen Zeit ein vernünftiges Repertoire hinlegen mit CC-Musik, das geht nicht. Wie viele DJs sind bei der, also wie Musikproduzenten in der elektronischen Szene, beziehungsweise im Bereich Minimal Techno zum Beispiel, sind bei der GEMA angemeldet? Das wirst du sicherlich wissen. Ja, aber es geht ja um alle. Es geht ja nicht nur um alle. Ja, um alle, aber ich weiß vor allem in dem Bereich. Also wir haben Probleme, wie zum Beispiel, wenn jemand meint, der spielt das angebliche Creative Commons Stück von Linkin Park, dass das so die ganze Zeit rumgegangen ist. Die sind aber bei der amerikanischen Gegenstück zur GEMA unter Vertrag. Und daraufhin sagt die GEMA, dass sie dafür Geld haben will. Das ist zwar CC-Musik im Internet, aber es ist so, dass wenn du das hier spielst und da schon diese Unterscheidung, und das ist eben die GEMA-Vermutung, und weil die bei den Amis unter Vertrag sind, verlangt die GEMA dann für CC-freie Musik trotzdem Geld. Da sind wir auf dem internationalen Bereich, und da sind wir beim Urheberrecht, da sind wir ganz, ganz tief drin in der Materie, warum wir das teilweise nicht durchkriegen. Diese Prüfung, wir haben da auch einen Prozess, glaube ich, laufen aus Sachsen oder von den Musikpiraten, e.V. gibt es auch. Das ist alles noch nicht durch, das kriegen wir hier in Deutschland immer, es ist halt immer wieder die GEMA-Vermutung und da kommt auch dann noch der schöne Gag hinzu, dass wenn du den Autor des Stückes, und es gibt so CC-freie Musik, wo einfach ein Künstlername da ist, und wenn du den Autor des Stückes nicht ermitteln kannst, dann GEMA-Vermutung schlägt wieder zu, der Autor könnte ja ein GEMA-Mitglied sein. Das war jetzt zur Playlist. Von ob wir jemals. Ja, jemand, wenn wir bezahlen müssen, dann werden wir nicht drum rumkommen, weil eventuell, wenn jetzt, egal welcher Club, wenn da jetzt ein DJ auflegt, der wird GEMA. Wir könnten es drauf ankommen lassen. Wenn wir bereit sind, dafür einen Prozess zu riskieren, dann können wir es drauf ankommen lassen. Die 13 Cent vielleicht nicht für bezahlen, weil die müssen dann ja theoretisch im April ja dann auch schon abgeführt werden. Ja. Also da auch die Umsetzung, wollen die das machen, wie kannst du dich bei der GEMA registrieren, da das am Sparen ist, ist ja alles. Wir können, ja, das ist wiederum das nächste Problem. Es gibt ja diese GEMA-Mitglieder, die ja sich aus Verträgen rausgehen wollen. Du kennst die Problematik, glaube ich, waren 6 oder 12 Jahre waren es. Sechs. Sechs Jahre ist es letzten Endes. Du darfst 6 Jahre lang nichts über deinen Namen veröffentlichen oder sonstiges machen. Also nicht auftreten, gar nichts. Ansonsten wird das Ding nämlich gerade nochmal auf 6 Jahre weiterverdient ab dem Datum. Also völlig sehr Sinn. Aber die Frage ist jetzt trotzdem mit dem GEMA-Zahlen. Habt ihr Bar am Konto? Geht das über den Landesverband? Sammeln wir mal Spenden, damit wir GEMA für diese Veranstaltung zahlen können? Oder Das muss ich noch mit ein paar Leuten absprechen. Da kann ich jetzt noch keine Zusage machen, wie wir es genau machen wollen, weil da muss ich erstmal auch noch mit den ganzen Leuten, die bei uns einfach die Ahnung haben, Bali zum Beispiel wäre so einer, wie das eigentlich genau läuft. Wenn Waren angemeldet werden, werden die Waren auf jeden Fall an diesen Kosten beteiligt werden. Das heißt, das wird dann, wie viel kostet es, durch so und so viel Wegen, jeder zahlt das, Ende.
ganz, ganz knüppelhart, weil... Es ja, aber du kannst zum Beispiel auch sagen, für diese Veranstaltung ist auch GEMA-pflichtig, weil wir hier zahlen, wer Interesse hat, kann spenden. Können wir auch machen. Wäre jetzt nochmal ein Paralleleffekt. Ne? Ja. Ich glaube, unser Wahlkampf ist auch glaube ich, gerade so ein bisschen ungünstig, das Thema. Ja, warum machen wir das? Ich habe jetzt hier keine Aus welchen Gründen? Die Wahl jetzt gibt es ja auch. Wenn du meinst, bitte spende, dann sind wir hat sich schon Commerce, glaube ich. So. Ja. Aber das ist ja was anderes. Okay. Können wir theoretisch noch machen, die DJs oder die Demo unterstützen, noch so ein Spendendings aufziehen und dann Geld reinzuholen parallel? Pledge Bank? Pledge ist dafür nicht sogar eigentlich. Lass mich mal notieren, kläre ich ab. Ja. Wenn es euch nichts ausmacht. Spendenaufruf. Ich möchte auch erstmal die Gespräche mit den ganzen Clubs führen, damit ich überhaupt die Dimensionierung erstmal habe, weil dann weiß ich auch, in welche Richtung. Kannst du einpacken? Ja, okay. Kannst du einpacken? Ich. Lockst mich noch bitte aus. Ja. Kümmere ich mich drum. Weiß, was Wochenende ein Tag ist. Okay, ich würde sagen, nochmal zusammenfassend. Nächster Schritt. Ihr Clubs ansprechen, die Fachverteiler aufbauen. Ich melde euch heute noch was zu, in welche Datenbank wir es ran, damit wir einfach einen zentralen Verteiler haben. Da packen wir das Ganze rein. Mit der Zielrichtung aus eurer Sicht der Spezialverteiler, dann von analog digital das Übergeordnete, eben damit es ein bisschen breiter geschossen wird. Von unserer Seite dann eben auch die Presseverteilung, auf wo wir halt eben unterwegs sind. Nächstes Treffen, ja. Sollten wir. Das müssen wir sehr zeitnah sogar machen jetzt, ne? Wann habt ihr denn Zeit? Jetzt, die letzten Absprachen liegen zwischen Thorsten, Ronald und mir. Ja. Manche Absprachen scheinen auch schief gegangen sein. Ich weiß wirklich nicht, was beim Balli heute los ist. Wusstest du das? Ich kann auch nicht erreichen. Macht ihr Termin? Ladenpartei? Ja, Hallöchen, Jürgen Wolf hier, schönen guten Tag. Ja. Hallo. Ja. Und zwar bin ich auf der Suche nach dem Florian, den Herrn Deichenrieger. Der ist gerade nicht da, kann ich Ihnen jetzt sagen. Kann ich Ihnen was ausrichten? Sehr, sehr gern. Habe seine Adresse bzw. sein Profil von des Piratenpads gekriegt. Von, ja. Ich glaube, das war eine Pressestelle irgendwie. Ja. Da geht es darum, Interviewanfrage. Um was? Interviewanfrage, ja. Richtig, genau. Er ist da irgendwie wohl der absolute Prädestinierte zum Thema Prostitutionsgesetz. Ja, der hat da einfach wahnsinnig gearbeitet. Ich habe das halt gefunden ja. Im Netz. Und, kann man das auch verbinden? Ich habe mich ein bisschen vernetzt mit den Piraten. Habe darüber eine Anfrage gestartet. Mensch, der macht da was. Ist ja super geil gewesen, was ihr da gemacht habt. Entschuldigung, Florian. Ja, einen kleinen Moment. Können Sie mir kurz noch Ihre Nummer geben? Ich rufe Sie gleich zurück, weil Sie sind gerade mitten in der Besprechung drin. Okay. Hallo. Das ist ein Telefon, die kann man aus Versehen. Ja, also Ihre Nummer. Termin. Kurz, wie sieht's aus? Den 12. 12. März. Ist jetzt am Dienstag? Dienstag. Ja, müssen wir bis dahin hin. Meeting? Ja. Dann? Klar. Das nächste? Jemand Abend? Da ist normalerweise hier zwar Presse drin von der Nadine, die Gruppe, aber das schadet nicht. Bündnisarbeit steht. Bündnisarbeit ist unbedingt. So, kriegst du die Infos von mir mit? Ich sag nur, dass du die Infos von mir mit. Am Dienstag dann, oder? Ja, ich würde mal sagen, grundsätzlich schon, aber. Ja, also war ja am Mittwoch eventuell. Echt? Bündnis. DJs. wie viel Uhr? Also ich muss jetzt noch gucken, arbeitstechnisch, ich kann erst nach 8 Uhr wieder. Aber dann setz mal, machen wir es so, dann setz mal auf 20 Uhr an, du kommst halt dann rüber, das ist ja, dauert ja jetzt nicht so lang. Dann treffen wir uns weiter.
bis dahin, also da müssen wir uns auf jeden Fall unterhalten mit den Slogans, mit was wir da konkret was machen wollen. Ich schaue, was ich von unseren Gruppen alles bekomme, was ihr wisst. Überlegt euch auch mal was, wenn ihr irgendwas im Netz findet, wo ihr sagen würdet, hey, da stehen wir dahinter, bringt es mit, damit wir also dann bis zum Freitag oder so zumindest schon mal die ersten wichtigen Aussagen, was wollen wir mit welchen plakativen Sprüchen wollen wir eigentlich da konkret auf die Straße gehen. Gut, das war's von meiner Seite, von eurer Seite noch irgendwelche Anmerkungen? Erstmal nicht. Regierungsunterricht. Ja. Und mal aufsetzen am besten gleich. Das ist tatsächlich. Dass man halt dann einen gescheiten Durchblick bekommt. Also, das ist das Wichtigste. Nur eine Anmerkung von mir, das ist auch, nachdem ich mich da jetzt ein bisschen eingelesen habe, tatsächlich das einzig Sinnvolle: GEMA zerschlagen und komplett neu aufbauen. Das ist. Das wird aber nicht so einfach, wenn man mit dem Vorstand oder mit diesen Ausschüssen drin sitzt. Also, die Altersstufe ist 60 plus. Ja. Also, oder sehr reich. Wisst ihr, wie die den Schlüssel machen, diese Gelder verteilen? Ja, ja. Mit diesen 5 Blackboxen oder 10 Blackboxen durch Deutschland, wo sie jedes Wochenende mal eine Stunde in irgendeinem Halligalli-Club, Schlager, Out of Munich oder irgendwo Mickey Krause unterwegs ist. Also 70% ihrer Einnahmen machen sie über Schlagermusik in der Sache. Weise. Ja, viele Fragen. Letztes Jahr haben sie 370 Millionen Überschuss erwirtschaftet. Also okay, von meiner Seite noch, ich werde auf jeden Fall mit dem Dr. Poll Kontakt aufnehmen. Ich werde mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Stefan Kaufmann auch noch Kontakt aufnehmen. Willst du nur Ali Ershadi noch Kontakt aufnehmen, weil... Gib mir dann seine Adresse. Wenn wir hier beendet haben, gib mir das alles, dann tauschen wir eh noch ein paar Infos aus untereinander. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze heute. Wir sehen uns wieder am nächsten Dienstag um 20 Uhr. Erstmal herzlichen Dank an alle, die gekommen sind, dass ihr euch Zeit genommen habt und bis auf Weiteres. Danke fürs Streaming. Ich habe noch einen Abendtag auch vor. Wie ihr wisst, wollen wir zur Landtagswahl antreten. Dazu brauchen wir 2000 Unterschriften. Draußen liegen 2 Formulare. Verstehen denn? Da steht nur drin, dass du musst uns deswegen noch nicht wählen. Ist zwar schön und toll, wenn du uns wählst, aber du musst uns nicht wählen. Wir brauchen 2000 Unterschriften, damit wir antreten können. Und heute habe ich die Unterschriftenformulare gekriegt, dass wir sammeln können. Das gibt's schon. Ja,